Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm, dass über mich die ganze Nacht einer deiner Englein wacht. Und bitte mach, dass Mama bald wieder einen Mann kriegt, dass ich nicht immer einen Mülleimer raustragen muss. Aber bitte schick nicht den Sagerer, weil den kommt Mama gar nicht leiden. Amen. Sagerer. Hat sich ein gewisser Herr nicht bereit erklärt, seine Freundin zum Flughafen zu fahren? Beatrice, wo bist du? Hier. Oh. In 40 Minuten geht mein Flugzeug. Was? So spät ist schon. Oh. Jetzt komm mal weh, Arno, du. Mama, wach endlich auf. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Was ist denn? Der Hansi ist weg. Oh, wahrscheinlich ist er wieder in deinem Skipullover. Vielleicht ist er in deinem Bett. Ah, also, wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es mir ein Schweinchen im Bett. Immer wenn's pressiert, habe ich Schwierigkeiten mit der Krawatte. Beatrice, komm doch einmal bitte. Du, ich hab Probleme. Wozu brauchst ein Mann wie du eine Geliebte? Besorge dir eine Haushälterin. Ja, die käme wenigstens nicht auf die absurde Idee. Und lass dich von mir in aller Herrgottfurcht zum Flughafen kutschieren. Ist der Espresso fertig? Ach Gott, ja. Wozu kauft man sich ein paar Schuhe, wenn einer immer weg ist? Jetzt war mein Finger verbrannt. Nur weil du auf diesem kochend heißen Kaffee speienden Drachen bestanden hast. Dabei ist Filterkaffee viel bekömmlicher. Du vergisst, ich bin Italienerin. Mei, schau dir das an. Jetzt haben wir die Krawatten auch noch versaut. Ja, mein Schuh. Was? Ja. Ach, bitte. Danke. Bea, Krawatte. Nimm die Ellbogen vom Tisch, Max, und iss dein Müsli. Jeden Morgen das blöde Müsli. Du wirst doch groß und stark werden, oder? Hast du früher auch immer Müsli essen müssen, gell? In meiner Kindheit hat es doch sowas gar nicht gegeben. Wie bist denn du groß und stark geworden? Also meinetwegen, aber nimm wenigstens die Ellbogen vom Tisch. Warum, Fanny? Was ist jetzt mit dem Hansi? Habt ihr ihn gefunden? Max, aus seinem Skipullover hat er sich verkrochen gehabt. Na, seht's, ich hab's doch gleich gesagt. Maxi, ist dein Müsli? Du willst doch groß und stark werden, oder? Ich glaube, diesen Tag überlebe ich nicht. Dann müsstest du wenigstens diesen langweiligen Vortrag nicht anhören. Die Naturdenkmäler des Spätbarock sind mindestens so faszinierend wie dein Motorradsprint von den Traumstraßen der Welt. Ja, du, falls du mich morgen anrufen möchtest, ich bin mit meinen Spätzeln unterwegs. Versprich mir, dass du langsam fährst. Ja, wir machen ja Bergtour, kein Rennen. Grüß mir, Mailand. Wann kommst du überhaupt zurück? Wenn mein Artikel fertig ist. Auf jeden Fall lohnt es sich nicht, auf dumme Gedanken zu kommen. So kannst du nicht ins Büro. Wieso, was ist? Du siehst unmöglich aus. Ja, komm. Ist Ihr Auto wieder mal kaputt? Dürfen Sie das von Ihrer Freundin nehmen? Erraten. Dankeschön.
Herrschaft. Jetzt habe ich mein Parkkarten nicht dabei. Sie soll reinkommen. Julia. Schön und ausgeschlafen wie eh und je. Und das schon um 9:30 Uhr. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen spät bin, aber... Aber das macht nichts. Ich hab's einfach lieber, um diese Tageszeit Besuch von einer bezaubernden jungen Dame zu bekommen, als von einem schlecht gelaunten Vorstandsmitglied. Aber bitte nimm doch Platz. Dankeschön. Ein Kaffee? Nein, lieber einen Tee, bitte. Eine Tasse Kaffee und ein Kännchen Tee und ein bisschen was zum Knappern. So. Na, was macht denn Maximilian? Im Moment möchte er Bundeskanzler werden, damit er die Hausaufgaben abschaffen kann. Das ist eine Idee, für die sich zu kämpfen lohnt. Und wie geht's deiner Mutter? Beschwert sich, dass sie so selten am Tegernsee sich sehen lassen. Ja, da hat sie leider recht. Aber ich habe sie 100-mal eingeladen, mit mir und meiner Frau nach Salzburg zu einem Festspielen zu fahren. Ja, Sie wissen ja, wie sie ist. Ja, die Mutter ihrer Tochter. So, der Tee. Danke. Danke, Frau Gerdes. Na ja, Julia. Und dann ist da noch etwas Unangenehmes. Ein Mitarbeiter hat sich beschwert über dich. Er findet, dass deine Arbeitsmethoden manchmal... Na, wie soll ich dir das sagen? Ein bisschen ungewöhnlich sind. Ein Arbeitskollege. Sagst du Herrn Dr. Sager, er kann mich mal? Ja, das musst du ihm schon selber sagen. In unserem Haus werden seit alters her Personalbeschwerden anonym behandelt. Der ärgert sich doch nur, dass ich in der gleichen Gehaltsstufe bin wie er. Ach ja? Ach ja. Ja, das Geldgeschäft ist nun mal konservativ. Solange ich unsere Kundengelder nicht im Kamin verbrenne, haben wir auch keine Vorschriften zu machen, wie ich zu sein habe. Naja, vielleicht ist das auch gar nicht mehr nötig. Wie du weißt, suchen wir für unsere Hamburger Departements einen neuen Direktor. Und nach reiflicher Überlegung, wer der richtige Mann sein könnte, ist die Wahl auf dich gefallen. Haben Sie nicht eben von einem richtigen Mann gesprochen? Naja, in diesem Fall ist eben der richtige Mann eine Frau. Nach Hamburg. Hat der Herr Dr. Sagra saubere Arbeit geleistet? Na, erstens, Julia, ist der Dr. Sagra Abteilungsleiter wie du? Aber Personalentscheidungen werden bei uns immer noch vom Vorstand getroffen. Und zweitens habe ich den Eindruck, du fasst deine Beförderung als Strafe auf. Es gibt Beförderungen, die haben was Degradierendes an sich. Naja, ich habe deinem Vater versprochen, dass ich mich um dich kümmern werde. Ich erwarte zwar keinen Dank, aber... Ja, ja. Kann ich dann gehen? Bitte? Morgen. So, danke schön. Guten Morgen, Frau Kollegin. Was fällt Ihnen überhaupt ein, sich über mich ein Urteil zu erlauben? Ausgerechnet Sie. Schauen Sie lieber mal Ihre Krawatten an. Entweder Sie haben nur die einzige oder 50 Mal die gleiche. Sie müssen ja eine ganz grauenvolle Nacht verbracht haben. Aber trösten Sie sich, ich habe auch nicht gut geschlafen. Ist mir doch wurscht, wie Sie schlafen. Und wie meine Geschäfte macht, das geht Sie überhaupt nichts an. Es macht Sie doch nur wahnsinnig, dass eine Frau mit Geld umgehen kann. Wo sie doch eigentlich gar nichts davon verstehen darf. Aber wenn ich jetzt in Hamburg bin, dann sind Sie wieder unter sich. Mit Ihrer Männerwirtschaft. Oh, ich gratuliere. Ich gratuliere Ihnen und hoffe, dass Sie möglichst bald als Filialleiter in die Wüste Gobi verschickt werden. Reizvoller Gedanke. Ich wollte mir immer schon eine Geländemaschine zulegen. Wissen Sie, was ich überhaupt nicht leiden kann? Nein, aber das werden Sie mir sicher gleich sagen. Und Sie probieren, witzig zu sein. Sagara? Beatrice, wo bist denn du? Am Flughafen. An welchem Flughafen? Was immer noch in München? Ja, ich weiß, Deutschland ist ein unmögliches Land.
Aber was kann Deutschland dafür, dass in Mailand Nebel ist? In Mailand ist immer Nebel. Ja. Ich weiß, wir haben keine Kultur. Bitte, jetzt hör mir zu. Setz dich an die Bar, bestellst dir was zu trinken, denk an was Hübsches und dann hole ich dich zum Essen ab. Okay? Ciao, mein Schatz. Da, bitte, dann, da. Maxl, grüß dich. Was machst du denn für ein Gesicht? Wir haben unsere Mathearbeit rausgekriegt. Ja und? 2-. Oh, ist doch toll. Ich wäre froh gewesen, wenn ich je so eine Noten gekriegt hätte. Ja, du wärst sowieso nicht einstellen wollen. Da hast du recht. Weißt du was, wir gehen zu Mario zum Essen. Hm? Mhm. Was hältst du denn davon, wenn wir umziehen? Hin? Nach Hamburg. Weißt du, wo das liegt? Ja, ganz oben im Atlas. Kurz vor Dänemark. Der soll in Zukunft arbeiten. Warum? Hast du was angestellt? Im Gegenteil. Man hat mich befördert. Das finde ich aber gemein. Ich mag jetzt doch nach Hamburg. Was? Ja, dann komm ich Frau Schneider in Biologie nicht mehr ärgern. Meinst du, in Hamburg gibt's keine Schulen? Doch, aber keine Frau Schneider. Ja. Oh, buongiorno, signora. Hallo, Mario. Bene, grazie. Schau, da ist ein Tisch frei. Du, hier ist mir jetzt voll. Ich glaube, wir gehen woanders hin. Spinnst du jetzt? Wer war das? Eine charmante Kollegin, die mich nicht ausstehen kann. Was? So etwas gibt es? Hm? Gibt's. Schmeckt doch super, Mama. Ja, wahnsinnig gut. Weißt du, was sagen? Merkwürdige Geschäftsmethoden, mieser Charakter sowieso. Aber nach Hamburg, das darf ich. Als würdiger Repräsentant süddeutscher Seriosität. Tja. Wegloben nennt man das. Aufs Abstellgleis schieben, damit die Herren Machos wieder unter sich sind. Also das mit den Methoden möchte schon sein. Aber charakterlich, nein. Fanny, der Maxi schlaft doch. Aber ich bin froh, dass wenigstens du mich nicht im Stich lässt. Wenn man einen Krieg mitgemacht hat, Frau Julia, 2 und manch anderen Ärger, dann fürchtet man sich auch vor den Preußen nicht. Obwohl, ich tue es nur wegen dem Bogen. Ich möchte wetten, dass hinter dem Ganzen der Sagerer steckt. Ins Bett, junger Mann. Frühstück gibt's 7. Sie reden aber ein bisschen viel vom Sagra. Ach, Schmarrn, Fanny. Wenn einer mein Mannsbild wurscht ist, dann regt man sich auch nicht über ihn auf, oder? Ihr ganget ins Kloster. Oh, das habe ich schon viele sagen hören. Nur gehen Sie, habe ich nie eine. Aber Sie wissen doch ganz genau, Herr Dr. Sagerer, dass der Brandlinger ohne unsere 60.000 am Ende ist. Genau, deswegen kriegt er es auch nicht. Haben Sie schon mal einen Blick auf Ihren Bildschirm riskiert? Ja, ich weiß, die Wirtschaftlichkeitsberechnung schaut ein bisschen mies aus, aber... Die ganzen äußeren Umstände belegen, dass es fahrlässig wäre, sich auf dieses Geschäft einzulassen. Aber menschlich wär's einmal. Für Menschlichkeit ist die Bahnhofsmission zuständig. Herr Dr. Sagerer, ich weiß genau, dass der Brandlinger mit die 60.000 Mark wieder auf die Füße kommt. Sie sturer Ochsi.
Den Ochs lasse ich gelten, aber den Stur nehmen Sie zurück. Nein? Gut. Dann ist die Angelegenheit für mich erledigt. Was denn schlimm auf der Autobahn? Ja, übliche Blechkarawane, weißt du nicht. Und wie geht's denn dir, Mama? Mir darf's doch nicht schlecht gehen, wenn die Gäste hierher kommen, um sich zu erholen. Ja, freilich. Na, Maxl, was gibt's denn Neues bei dir? Hm? Du, Oma, hast du gewusst, dass der Donald Duck nur vier Finger hat? Na, ja, hat er einen Unfall gehabt? Ach, Oma, der hat doch immer nur vier Finger. Aha. Kannst du mir noch einmal diese gewaltige Bildungslücke verzeihen? Also, dass ich recht deppert bin und mich gern aufnutzen lasse, das mag schon angehen. Dass ich ja den weiblichen Dienstmannspiel so deppert bin. Lass stehen, Fanny. Das mache ich schon. Dankeschön. Bitteschön, die Damen. Dankeschön, Toni. Das ist nett von dir. Bitteschön, Fanny. Gern geschehen. Natürlich gehst du. Ist doch eine einmalige Chance für dich. Also gut, Hamburg ist ja nicht Paris, aber deshalb brauchst du dich doch nicht aufführen, als ob du einen Kamelverleih in der finstersten Mongolei aufziehen sollst. Du hast ja recht, Mama, aber es geht mir in der ersten Linie um Maxl. Ach, geh, das... Ja, was ist denn? Die Dame von Zimmer 22 möchte gerne noch eine Nacht länger bleiben, ist das okay? Ja, das geht, ist in Ordnung. Danke. So. Also, der Maxl und die Fanny bleiben die ganzen Ferien bei mir und wenn du da droben alles geregelt hast, dann kommen sie nach. So machen wir's, hm? Du, Oma... Ja? Wenn du uns mal besuchst, gehen wir dann zum HSV. Mit dir gehe ich überall hin. Aber die Bayernfahne lassen wir zu Hause. Oh, neue Gäste. Ich gehe zum Schwimmer. Du, geh, aber lass nicht wieder das Handtuch liegen, das letzte Mal. Ja, ja, grüß dich, Gott, Julia. Lass du dich auch wieder mal anschauen bei uns. Ja, Toni, gut schaust aus. Ja. Hast du noch immer keine reiche amerikanische Witwe unter den Nagel gerissen? Nein, bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht habe ich sie auch nicht verstanden. Wo gehen die in Hamburg überhaupt zum Skifahren? Mama sagt, in die Hamburger Berge oder so ähnlich. Was? Die sollen Berghang, wie bei uns, mit Schlepplift und so? Ach, dann nicht mit Schlepplift. Ja, und wie kommen die da auf? Ey? Ja, das sind wahrscheinlich nur so Hügel. Die können ja nicht einmal richtig Deutsch reden, dort drüben. Ja, so wenig, dass die meisten uns gar nicht verstehen, wenn wir da hinkommen. Beide Wikinger sind auch, wie die es gehört. Der Schweiger hat mir übrigens erzählt, dass du die erste Frau bist, die als Direktor ein Bankhaus führt. Na, du wirst den Herrn der Schöpfung schon zeigen, dass Frauen viel fantasievoller mit Geld umgehen als sie. Immerhin gibt's ein Argument für Hamburg. Ich bin weit, weit weg von diesem Dr. Sagerer. Mach dir doch nichts vor, Julia. Sagerers gibt's auf der ganzen Welt. Man muss sich mit ihnen arrangieren. Wollten wir im Biergarten gehen oder Motorrad fahren? Fräulein, bringen Sie mal bitte schön eine Runde Wasser auf diesen Herrn. Habe ich Geburtstag oder was? Nein, nur wenn es zu spät kommt, zahlt, gell?
Wer Brezel backt und wer um 7 in der Früh Feierabend hat, der kann ja gar nicht spät kommen. Ja, wir treffen uns zweimal im Jahr und zweimal kommst du zu spät, gell? Herr Doktor, was sagen Sie, ist das jetzt schon eine Krankheit? Schau mal, wir Mediziner nennen das chronische Unpünktlichkeit, aber macht ja nichts. Zahlt haben wir schon. Ja, okay, gut. Auf was warten wir? Auf fahren wir. Nee, werden wir. Fahren wir. Zum Skifahren nach Bayern kommen. Und die werden schon wissen, warum. Warum muss der Hansi eigentlich nach Tegernsee? Die würden so gern mit nach Hamburg nehmen. Das sollst du ja auch. Nur die Mama kann ihn nicht mitnehmen. Sie kann ja schlecht jeden Morgen mit einem Meerschweinchen in die Bank kommen. Und Hansi, das sicher freuen. Das glaube ich. Oh. Also, Moment. Mich müsst ihr reinlassen, die Möbelpacker auch, bitte die Herren. Alle Schachteln und Kisten, wo Hamburg draufsteht, ja? Und was ist mit der Küche? Die bleibt da, in Hamburg kriegen wir eine neue. Jetzt? Mit Kühlschrank? Ja, natürlich. Mit Cola drin? Wenn man es reinstellt. Meine Fanny, bitte mach mal einen Tee, ich bin fix und fertig. Oh je, das Tee ist eigentlich schon verpackt. Herrschaftszeiten, wo ordne ich das gleich wieder? Das ist ja wie beim alten Churchill. Die Welt steht lichterloh in Flammen und der verlangt einen Tee. Das wäre ganz schön ungemütlich da, ohne die und ohne unsere Sachen. Deswegen sollst du ja auch einen Tegernsee. Aber eins hast du vergessen. Dich selber. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Die Verladung für den Autoreisezug nach Hamburg beginnt jetzt auf Gleis 1. Also, bitte Mama. Und grüß mir Australien. Wieso denn Australien? Na, du tust doch gerade so, als ob du auswandern willst. Hast du wehgetan, Fanny? Angestoßen hab ich mich. Vorhin an der Rolltreppe, weißt du. Hast du auch wehgetan? Na, ich weine ja nur aus Glück, weil die schon bald wiedersehen. Gleich 18. Der Zug fährt in wenigen Minuten ab. Jetzt muss ich fahren. Es ist mal der, jetzt was vergessen. Die sind heute früh mit der Post gekommen. Was ist denn das? Nun, die Schlüssel fürs neue Haus. Ach so. Also, bitte. Guten Morgen, Frau Gerdes. Guten Morgen. Wie wär's, Herr Doktor? Als Erinnerung? Sie glauben wohl auch, ich hätte die Frau Heiniger auf dem Gewissen. Aber nein, ich glaube nur, Sie werden sie vermissen. Ist mir der Abschied bloß so schwer gefallen? Ist mir wirklich in erster Linie Bayer und dann erst berufstätig?
Da legen sie mir eine große Zukunft zu Füßen, ein eigenes Haus in Hamburg. Und ich halte es für eine Strafversetzung. Diese Landschaft erinnert mich an irgendwas. Reiberdatschi. Bitte, was sagen Sie? Kartoffelpfannkuchen. Danke. Und ich sehe, wäre übermorgen unterwegs. Ja. Nehmen Sie mal zu, meine Dame. Ich bringe Ihnen die Koffer rein. Ist was? Na, aber so einen netten Taxifahrer habe ich schon lange erlebt. Gehen Sie mal, ich mache das schon. Ja? Maria Josef. Da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, nicht? Entweder Sie bauen auf oder reißen wieder ab. Dabei haben wir dir versprochen, dass alles fertig ist, wenn ich komme. Seien Sie froh, dass Sie wenigstens die Tür hinter sich zumachen können. Viele können nicht mal das. Tja, haben Sie auch wieder recht. Ja, hallo? Ja, Maxi, mein Schatz, grüß dich. Ja, seit einer Stunde ungefähr. Ja, das ist wunderschön. Du müsstest unser Haus sehen. Ja, ich liege gerade auf einer ganz bequemen Couch und vor mir brennt schon das Feuer im Kamin und unsere Bilder hängen schon an der Wand, ja. Und dann haben wir einen ganz bezaubernden Wintergarten. Aha. Ja, und durch die Vorhänge, da leuchtet die Abendsonne. Ey, komm mal her. Hier hat einer gepennt. Grüß Gott, meine Herren. Moin. Ich hätte gern 6 Paar Weißwürst und einen süßen Senf. Weiße Würste? Nee, die habe ich nicht. Aber vielleicht Carbonade? Was? Oder eine echte Hamburger Spezialität. Lapskaus in Dosen. Na,
Vielleicht haben Sie dann einen Obersten. Was haben Sie gesagt? Vielleicht haben Sie einen Angebarsten. Gnädige Frau, bei mir kaufen die Leute, weil der Mensch ja nun mal essen muss. Ne? Für die exotischen Knabbereien müssen Sie sich schon zum Klosterstern bemühen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Du sag bloß. Sag mal, habt ihr das gehört? Haben Sie Weißwürst? Bitte. Haben Sie Weißwürst? Ja, ja. Dann hätte ich gern mal, 6 Paar, bitteschön. Ja. Als Sie sagten, wir sollen eine Sause machen, da dachte ich schon an Nu. Nicht Sause, Jause. Das ist egal, Hauptsache das Frühstück fällt nicht flach. Das ist kein Frühstück, sondern eine Brotzeit. Und ich hab gedacht, die haben Penner übernachtet. Und ich hab gedacht, die zuverlässigen Hanseaten sind schon seit 10 Tagen fertig. Ja, aber da haben wir den Schlüssel doch erst von der Verwaltung gekriegt. Und nun geht alles ruckzuck. In 1-2 Wochen sind wir weg. Na, so schnell schon. Ah, trotzdem, guten Appetit. Mm. Hey. Ist was? Also, an die Arbeit, meine Herren. Und keine Pausen, gell? Ja, los. Wiedersehen. Der Ihr Ehemann ist echt ein Glückspilz. Obwohl wir hier der Vorposten einer angesehenen Großbank sind, hoffe ich, dass zwischen Aktienkursen und Bilanzen ein guter Geist herrscht, der aus 3 kleinen Wörtern besteht. Miteinander, umeinander und füreinander. Auf eine gute Zusammenarbeit. Frau Heise? Frau Direktor? Heininger. Gern. Herr Graumeier. Herr Graumeier, freilich. Ich freue mich. Danke. Herr Lorenz? Zum Wohl. Dankeschön. Frau Schwarzkopf? Prost. Fräulein Grau? Oh, Ihr Name ist mir jetzt entfallen. Schumann. Ja. Herr Petersen? Otto, Frau Direktor. Otto. Susanne? Herr Löhlein? Ich bin zwar nur der Portier, Frau Direktor, aber ich möchte Ihnen auch von ganzem Herzen Glück wünschen. Übrigens, Ihr Wagen steht gewaschen im Hof. Dankeschön, Herr Lülent. Ja, meine Herrschaften, ich kann es leider nicht ändern an die Arbeit. Und wir zwei sind die einzigen Bayern in der Bayernbank. Sogar Oberbayern. Aber das verstehen ja die Flachländer nicht. Die werden schon lernen. Ja, freilich. Übrigens, Frau Heininger, wenn Sie mal abends nichts Besonderes vorhaben, ich zeige Ihnen gerne mal die Rennbahn oder andere Sehenswürdigkeiten. Wir müssen doch zusammenhalten. Ja, gern, Herr Graumeier. Dankeschön. Bitte. Nein, nein, es geht mir nicht um Geschwindigkeit. Ich brauche nur mehr Leistung. Ach, das ist eben nicht dasselbe. Ja, das finde ich wunderbar, dass Sie in Kitzbühel ein Bergrennen gewonnen haben, aber schauen Sie, Kalifornien ist ja nicht Kitzbühel. Beatrice, mach du bitte mal auf! Nein, nein, ich möchte eben mein Motorrad nicht da drüben frisieren lassen. Aber wissen Sie was, ich rufe Sie wieder an, wenn es soweit ist. Ja, weil ich muss nämlich ins Büro. Ja, für deiner Gott, wieder schauen. Wer war das? Der Blumenbote. Mein Gott, sag bitte nicht, dass ich schon wieder deinen Geburtstag vergessen habe. Nein. Meinen letzten Geburtstag hast du vor 2 Monaten vergessen. Das ist für dich. Was? Für mich? Eine Verehrerin? Oh, warum nicht?
Hamburg ist großartig. Danke für Ihre Vorbereitungen. 1:0 für Sie. Was hast du mit Hamburg zu tun? Überhaupt nichts. Wir haben da eine Niederlassung. Wie sieht sie aus, die Niederlassung? Die Heininger? Die hast du doch vor kurzem gesehen. Ah, die Intimfeindin. Was hast du mit ihr gemacht? Ich schwöre dir, überhaupt nichts. Warum dann der Kaktus und 1:0? Das war ein kampfloser Sieg. Nicht besonders ehrenvoll, aber die Punkte zählen. Muss man sowas nicht gelegentlich gießen? Danke, Frau Heise, das ist sehr lieb. Gern. Wie waren denn Ihre Antrittsbesuche bei unseren Stammkunden? Kurz und förmlich. Ich glaube, die Herren müssen sich erst daran gewöhnen, dass der neue Chef Ihrer Hausbank eine Frau ist. Sie werden es noch lernen. Frau Heise, machen Sie mir doch bitte eine Aufstellung über alle Kreditoren. Gern, Frau Heininger. Und ziehen Sie mir doch auch alle nicht bewilligten Anträge der letzten 12 Monate raus. Ihr Kind? Ist noch am Tegernsee. Bei der Oma. Ein Mädchen. Das lassen Sie Maxi lieber nicht hören. Der ist im Stand und zeigt Sie an wegen übler Nachrede. Komm, gehen wir segeln. Mit dir auf und du nicht ohne Lehrer. Was schießt auf einmal? Nein, hab ich nicht. Ja, dann komm schon. Du hörst dir das einmal an, Toni. Hm? Die Gräfin holte tief Luft, sammelte all ihre Kräfte im rechten Arm, mhm, und schlug so gezielt gnadenlos zu, dass ihr Gegenüber das Aus nur im Unterbewusstsein erlebte. Was sagst du jetzt dazu? Ja, mein Fanny, die spielen halt Tennis, ja, was? Unsinn, eine Gräfin, die sich schlägt. So was tut doch eine Dame nicht. Na ja, nicht im richtigen Leben, meine ich. Was die Schreiberlinge sich so aus den Fingern sagen. Und der Geld kriegen sie auch noch dafür, stell dir das vor. Ja, mein. Du, schau mal von Sena aus, Fanny. Siehst du das Boot da draußen? Ja, warum? Da sitzen doch Kinder drin. Ja. Hoffentlich nicht unser Maxl, hä? Na, na. Der ist beim Beppo spielen. Da. Wie lange braucht man bei dem Wind? Von Tegernsee bis Amerika? Ach, lange. Bestimmt 3-4 Tage. Ach, die Frau Heininger hat sich noch nicht bei Ihnen vorgestellt? Ah ja. Unser Hamburger Haus hat letztlich den Sinn, dass auch die Erdschett Production ihre Hausbank direkt vor der Tür hat. Sie mögen zum Chef kommen. Herr Amthor, das wäre ein Missverständnis. Nein, Sie können selbstverständlich weiterhin auch Ihre Geschäfte direkt mit mir abwickeln. Ja, ganz wie Sie wünschen. Ja, Ihnen auch. Wiederhören. Man stelle sich vor, da ist eine Filiale in Hamburg und keiner geht hin. Oder wäre es recht schwarz? Ich glaube, da kommt er wieder. Sturmwarnung für den Tegernsee. Verstanden? Sturmwarnung ausgegeben. Bei dem Wetter fährt doch eh keiner raus. Lass uns umkehren, Beppo. Alles klar, zu Ende. Spaßvögel. Ich glaube, das sind Kinder, die müssen wir holen.
an das Wasserreich wollen. Hauptmann! Frau Heise, was ist denn das für ein Vorgang, Bio-Beef-Wedel? Ach, das sind so alternative Bauern, die eine ökologische Rinderzucht aufbauen wollen, mit selbstgezogenem, chemiefreien Futter. Ist das hier fertig? Ja, das ist fertig. Das klingt gar nicht schlecht, das schauen wir an. Vertane Zeit. Die sind mit ihrem Kreditantrag schon bei allen Hamburger Banken abgeblitzt. Über die lacht die ganze Branche. Dann erst recht. Machen Sie mir doch bitte einen Termin mit dem Projektleiter. Heininger? Ja, Fanny? Was ist denn? Der Maxl. Ja, was ist denn mit Maxl? Meine Frau Julia, ich weiß gar nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Nach dem Beppo suchen Sie noch immer. Jetzt, Fanny, bitte sag mir, was passiert ist. Ihre Frau Mutter ist noch bei ihm im Krankenhaus. Fanny, jetzt bitte reiß dich zusammen und sag mir, was los ist. Na, das ist doch nicht möglich. Mein Gott. Und was ist mit dem Krankenhaus? Ja, aber irgendjemand muss doch was wissen. Fanny, ich nehme das nächste Flugzeug und komm runter. Bitte, Frau Heise, buchen Sie mir einen Flug nach München. Sofort. Ach, der Maxl ist beim Segeln fast ertrunken und sein Freund, den suchen Sie noch. Oh Gott. Ja, bitte? Den Beppo haben Sie auch gefunden. Ja, am Strand, drüben in Rottach. Bitte, Mama, jetzt sag mir, was passiert ist. Das Boot ist beim Kentern auf den Maxl draufgefallen. Er hat jetzt einen Sehnenriss in der linken Hand und sie sind gerade beim Eingipsen. Ja, ich nehme den nächsten Flieger und komm runter. Aber nein, Kind, wirklich, du brauchst nicht runterkommen. Glaub mir doch, du kannst ganz beruhigt sein. Ja, sie wollen den Maxl auch hier noch über Nacht behalten und morgen, wenn ich ihn dann wieder zu Hause habe, rufen wir dich sofort an, ja? Ja, dann gib ihm ein Bussi von mir. Und bis morgen. Ja. Frau Heise, bitte stornieren Sie mir den Flug nach München. Ja. Danke. Na, Chefin, soll ich Sie mal auf die Rennbahn mitnehmen? Wie wär's heute Abend? Das ist ja lieb von Ihnen, Herr Kramer. Oh, heute nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, immer, Chefin. Wiedersehen. Wiedersehen. Was hat sie denn? Ach, darüber kann ich jetzt nicht reden. Hallo? Ha, Maximilian. Ich muss Sorgen um dich gemacht, Mama, weil du so spät heimkommst. Oh, mein Schatz, ich bin so froh. Wo steckst denn du? In der Alpenklinik. Die Oma hat mein Telefon ans Bett gebracht. Bist mir sehr böse, Mama. Ich danke dem Herrgott, dass alles gut gegangen ist. Dann hör jetzt endlich auf zum Weinen. Das macht nur Falten und dein Kopfkissen wird ganz nass. Und morgen in der Früh hast du den Schnupfen. Versprochen? Heiliges Indianer, ihr Wort. Gut, und jetzt schlaf. Und morgen in der Früh, wenn du aufwachst, ist die Welt wieder völlig in Ordnung. Gute Nacht, Mama. Ah, Mama, hör mal. Gute Nacht. Die Akzeptanz der neuen Hamburger Geschäftsführung bei unseren Kunden ist noch ziemlich schleppend. Viele wickeln ihre Geschäfte wieder direkt bei der Zentrale ab. Sie meinen, der Laden läuft nicht, weil er von einer Frau geführt wird? Ja, viele der Kunden reagieren zumindest sehr zögerlich. Auf der anderen Seite ist die Frau Heininger ausgesprochen kreativ. Statt der vereinbarten 20 Millionen hat sie für dieses Jahr bereits ein Kreditvolumen von 42 Millionen vorgelegt. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Sie haben was gegen tüchtige Frauen. Vorausgesetzt, der Vorstand billigt die Summe. Sie hat sich übrigens vom Zentralcomputer sämtliche Kreditanträge der letzten 12 Monate, die abgelehnt worden waren, kommen lassen. Ach, die würde mich interessieren. Können Sie das für mich veranlassen? Gerne, Herr Direktor. Grüß Gott, Herr Dr. Sager.
Die meisten Kälber holen wir aus eigener Zucht. Aber wenn wir wirtschaftlich arbeiten wollen, dann müssen wir noch 100 Stück Jungvieh dazukaufen. Aus natürlicher Mast. Ja, da ist eine 500.000 dann schon weg. Naja, die Stallungen sind da, bewirtschaftet wird auch, aber das, was kostet, das ist Zeit. Und wenn wir rein biologisches Futter anbauen wollen, dann müssen wir die Felder eben ein Jahr brach liegen lassen. Das heißt, wir müssen das Futter in Dänemark kaufen. Und warum glauben Sie, Herr Glotz, haben sich meine Kollegen auf das Projekt nicht eingelassen? Das Projekt ist kurzfristig nicht zu vermarkten. Und wer heute gesunde Lebensmittel anbietet, der gilt doch sowieso als Spinner. Außerdem kriegt heute nur der Geld, der schon Geld hat. Ich habe das Gefühl, das wird sich sehr, sehr bald ändern. Ja, Mensch, warum zieht sie denn die Gummistiefel an, die ich Ihnen angeboten habe? Ja. Das wird sich auch bald ändern. Ja, hoffen wir das aber. Mein Gott. Dankeschön. Tja. Ach, Toni, das geht ja rüber. Ja. Oh, das Ding so wohl. So, Toni? Ja? Bist du eigentlich schon mal in Hamburg gewesen? Nur einmal, Max. Weißt du, eigentlich hat er ja nach Innsbruck gewollt, aber dann hat er sich in den falschen Zug gesetzt und ist eingeschlafen, gell, Toni? Ja. Und wie war's? Wie es war? Schlecht Wetter war's. Sag einmal, Toni, bist du eigentlich freiwillig schon einmal länger als einen Tag von Tegernsee weg gewesen, ha? Freilich, sogar im Miesbach. Alles mit der Kutsche. Ja, ja, da waren aber die Viecherl noch jünger und du auch. Maxl! Moment! Dafür kaufst du Mami einen schönen Blumenstrauß, ja? Mhm. So, passt gut auf euch auf. Für die Oma. Hier! Tja, das gibt's doch gar nicht. Die haben doch wohl einen Vogel. Frau Heise? Ja, Frau Heininger? Wann ist denn das da gekommen? Mit der Morgenpost. Ist was nicht in Ordnung? Eine Mordsschweinerei. Zuerst tun unsere Stammkunden so, als gäb's uns nicht. Und jetzt fängt die Zentrale auch noch zum Spinnen an. Sie meinen das Schreiben von Dr. Sagra? Ja, hört sich das mir an. Bitte ich Sie dringend, die Konkurrenzfähigkeit der Firma Ökobeef im Vergleich mit herkömmlichen fleischproduzierenden Betrieben zu prüfen und in der Rentabilitätsberechnung dem sinkenden Fleischpreis Rechnung zu tragen. Ist natürlich wieder dagegen, unser Querulant. Naja, Männer. Heise? Guten Tag, Herr Direktor. Einen Augenblick, bitte. München. Danke. Herr Schweiger, grüß Gott. Na, danke, gut. Ja, ja, wir unterhalten uns gerade über dich. Im Übrigen, dein Rindviehzüchter ist bewilligt, mit einer Gegenstimme. Na, woher weißt du das? Na ja, und was die übrigen Gelder unserer Aktionäre angeht, die du vorhast, unter die Leute zu bringen, dürfte dir bekannt sein, dass unsere Satzung vorschreibt, dass ab einer bestimmten Bilanzsumme ein Mitleiter zu bestellen ist. Ja, bitte sehr. Ich habe nichts zu verbergen. Schicken Sie mir ruhig Ihren Aufpasser. Soll ich doch rumschnüffeln, solange es ihm Spaß macht. Ja. Ja, danke schön. Mhm. Ja, ist gut. Ja. Ja, bis morgen. Auf Wiederhören. Wie sehe ich aus? Glücklich. Und bin ich auch. Bis morgen, Frau Heise. Und wenn jemand nach mir fragt, ich bin weg. Ich schwänze. Bitte darf ich einmal. Nein, meine Dame, tut mir leid, ich kann Sie nicht rauslassen. Ah, eine einzige Ausnahme, bitte. Ich kann Sie nicht. So, die Sicherheitsbestimmung. Ja, Maxi, das bitte schon. Grüß dich, mein Schatz. Wie geht's dir? Gut, schon ja, den habe ich da mitgebracht. Oh, ist ja toll. Oma hat gesagt, ich soll dir für die 20 Mark Blumen kaufen. Aber ich habe mir gedacht, das Flugzeug gefällt dir sicher besser. Du meinst, das gefällt uns zwei besser, hm? Wieso? Das ist ja deins. Also gut, ich bin der Eigentümer und du bist der Nutznießer, okay? Was? Mama, du bist die allerbeste. Wo hast du die Fanny lassen? Wo bleibst du denn nur? Glauben Sie, ich will da herinnen Wurzeln schlagen. Ich muss die Schiede erstmal auf die Karre packen. Wo bitte? Auf die Karre packen. Ausländer. Jetzt werden die Fluggäste des Lufthansa-Fluges 0 noch auf 40. Frau Juli, ja.
schön, dass wir wieder zusammen sind. Wie geht's dir? Ja, geht's. Ja, Mama, das hast du gar nicht gesehen. Ach, ja, toll, ja, super. Also, kommt, gehen wir. Komm, wie geht's? Das ist unser Haus. Ach so. Euer Haus mit euch. Aber nimm den drüber. Ja, den nehm ich noch. Vorsicht, die macht das ja. Aber jetzt doch nicht außer. Pass auf. Ey, oh mein. Da gefällt euch. Ja, schön ist schon. Aber? Die Feen. Okay. Also reit wieder schnell. Dann machst du auch schön. Ja. So, jetzt auch. Geh mal. So, jetzt schauen wir uns das Haus an. Oben sind die Schlafzimmer, ist ja klar. Und da, Schatz, Wohnzimmer, das ist nicht schön? Ja, Sunny, hä? Das ist mein Arbeitszimmer. Oh. Jetzt schauen wir den Garten an. Komm, Maxi, der ist besonders schön. Schatz, und das ist unser Garten. Ist der nicht schön? Maxi, komm. Wir haben sogar ein eigenes Boot, komm her. Segeln. Ja, freilich. Ist das nicht toll? Super, Mama. Gell? Oh. Oje, das ist aber gar nicht gesund, so nah am Wasser. Das ist Gift für die Nieren, das wissen sie schon, gell? Gefahren. Da schauen wir, Maxi. Und da hast du deinen eigenen Balkon. Oh. Ist das nicht schön? Doch, Maxi. Ha? Gefällt dir das? Da hinten ist die Alster schon gleich. Da vorne kann man was einkaufen. Die Elbe, wo ist die Elbe? Ja, das ist ja, aber schauen Sie mal, also uns muss man sagen, schöne Rosen haben Sie, das muss man schon so. Ja. Ja, und da vorne ist dann schon der Vater Hart auch, gell? Ist doch toll. Falls der Maxi? Mhm. Und was ist, wenn uns die Preußen einmal recht dumm kommen? Dann verschanzen wir uns in unserem bayerischen Weißwurstkeller. Bitte schön. Weißwurst in Hamburg? Ja, freilich. Ja. Dann hätte ich mir meine ja sparen können. Und das Nötigste, das kriegen wir beim Vater Hack da gleich um die Ecken. Aha. Also dann, Prost. Hummel, Hummel. Was? Hummel, Hummel. Hummel, Hummel. Ja, ja, es gibt noch viel zu lernen. Prost. Prost. Sonst noch was? Vielleicht ein bisschen Fisch? Haben Sie Rinken? Ich bin gern gesund, auch wenn man es mir nicht ansieht. Ne? Geben Sie mir zwei von den Fleischpflanzern. Was? Das sind Frikadellen, nicht? Das ist nicht zum Einbuddeln. Was meinen Sie? Ja, Sie haben doch sowas gesagt von Einpflanzen oder so. Sie können es ja gern probieren, aber versprechen tue ich Ihnen nichts. Ich meine, wir essen die mit Senf, ne? Noch was? Und fünf Semmeln. Was für Dinge? Fünf Semmeln. Brötchen. Ach so, Rundstücke. Ja, ja, gern. Aber die sind alle. Sie sind wohl nicht von hier, was? Brezen? Brezel. Semmel? Weiß nicht. Rundstück. Oh. Rundstück. Richtig. Dann Auszunge. Pfannkuchen. Richtig. Reiberdatschi. Weiß ich nicht. Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer. Richtig. Schusser. Murmeln. Fangerlspring. Kriegen. Sehr gut. Und Radler? Alsterwasser. Fleischpflanzen? Weiß ich nicht. Frikadelle. Frikadelle. Und Knödel? Weiß ich auch nicht. Knödel. Mein Schatz. Meine Frau Heise, was würden Sie machen, wenn unsere Filiale im Bazar von Marrakesch wäre? Da gibt es nur Vorhänge.
Warum sperren Sie mich nicht mehr ein? Fernschreiben aus der Zentrale. Ihr Kollege tritt seinen Dienst übermorgen früh um 9 Uhr an. Sie möchten sich bitte um ein angemessenes Büro kümmern. Am besten gleich das Zimmer neben mir. Hm? Bin ich gespannt, wenn Sie unser Spürhund abkommandiert haben. Entsorger. Wollen Sie einen Schnaps, Frau Heiniger? So viel Schnaps gibt's in ganz Hamburg nicht, wie ich jetzt bräuchte. Oh. Wo wollen Sie denn jetzt hin? An die frische Luft. Herr Löhlein. Frau Rektor. Tut's mir gefallen. Sehr gern, Frau Rektor. Hauen Sie mal die Tür zu. Zuhauen? Ja, so fest Sie können. Tu das nicht, Julia. Du bist viel zu aufgeregt. Ich bin gar nicht aufgeregt. Mach einen Spaziergang und entspann dich. Ich will mir aber nicht entspannen. Was machst du in Hamburg mit so einer Krawatte? Du hast sie schon hier nicht getragen. Entschuldige mir bitte, das sind für Hamburg die Reizfarben schlechthin. Der Schwarze aus dem Süden gegen die Roten von der Elbe. Du scheinst ja einiges vorzuhaben. Ja, und zwar der Frau Heininger intensiv auf die Finger zu schauen. Wie intensiv? Also bitte, Bea, lass das ja. Mit der selber näher geritten. Ihr seid in einer fremden Stadt. Du wirst einsam sein, sie wird einsam sein. Ja, sie hat mich schon zum Betriebsausflug eingeladen. Sie will etwas von dir. Willst du aus dem Kloschar rumlaufen? Mach uns etwas zu trinken. Außerdem wirst du dich sehr schnell selbst davon überzeugen können, dass das einzig Positive, was meine Kollegin für mich empfindet, ihre ausgeprägte Abneigung gegen mich ist. Ich werde nicht allzu oft in deiner Nähe sein, Sherry. Bevor ich in Hamburg friere ich lieber in Milano. Wo wohnst du eigentlich? Da kümmert sich mein kleiner Bruder drum. Der wohnt nämlich da oben. Chin, chin, mein Engel. So, dann pass mal auf. Also, wir spielen jetzt eine Null. Was ist eine Null? Da dürfen wir keinen Stich kriegen, ne? Das ist aber komisch. Pass mal auf. So. Ist das ein Kreuz? Was? Ist das ein Kreuz? Ja. Gut, ihr habt gewonnen. Warum? Na, weil du den beiden Spitzbuben gerade gepfiffen hast, als ich da ein Kreuz an Bord habe. Entschuldigung, es tut mir leid. Oh, lass mal. Komm schon wieder rein. Du, sag mal, Max, hast du eigentlich gar keine Freunde? Seit du hier bist, kommst du ja fast jeden Nachmittag zu mir. Also nicht, dass ich was dagegen habe. Ne? Ach, die sind alle so saublöd. Naja, das muss ich alles noch einspielen. Ne? Wenn ich nach Bayern ziehen müsste, würde auch ein bisschen dauern, bis ich den Kraxelhubern da unten Skat beigebracht habe. Oh, Kundschaft. Ah ja. Hier, mein Jung. Mabur. Danke. Ich hab schon Angst gehabt, du kommst nicht. Willkommen in Hamburg. Grüß dich. Darf ich vorstellen, das ist Beatrice. Hallo. Beatrice, und das ist mein Bruder Sascha. Hallo. Also ich verstehe das nicht. Der war doch beim Einchecken dabei. Gibt es irgendwelche Probleme? Ja, das wichtigste Gepäckstück fehlt. Ja. Deine Unterlagen? Der Kosmetikkoffer von der Beatrice. Ja. Ja, sie braucht keinen Kosmetikkoffer. Die Frau ist so schön. Du, die schicken sowieso hinterher. Brauchst du die Adresse an? Sag mal, mit der Wohnung hat das geklappt, oder wie ist das? Mit der Wohnung leider nicht, aber ich habe was anderes gefunden. Und zwar eine wunderschöne Karte. Ja, jetzt komm mal bitte, mein Gott. Ja.
Und Bruderherz, ist das nicht ein Traum? Doch. Kann ich bitte mal ganz kurz telefonieren? Ja, bitte. Sie kennen sich ja hier schon aus. Ja. Mein Bellissima! Guarda, Bellissima! Oh nein, nein, entschuldigen Sie, das ist mein Zimmer. Aha, bitte. So. Hier, bitte, ja? Hier ist Ihr Zimmer. So. Harry? Ja, ah, ja. Bist, die nächste halbe Stunde bin ich unter 65. Wenn wir diese Küche gemeinsam benutzen, lege ich natürlich größten Wert auf Sauberkeit. Sie sind Ausländerin? Italienerin. Stimmt das? Sie konnten es sich ja nicht aussuchen. Leider ist dieses Haus für drei Personen ein bisschen klein. Nein, aber wenn Sie sich strikt an die Hausordnung halten, dann werden wir uns schon vertragen. Alles klar. Ja, was ist wichtig? Nur das gemeinsame Bad. Okay. Das ist ja umwerfend. Du hättest wenigstens die Lappalie erwähnen können, dass wir mit der alten Schachtel in eher ähnlicher Gemeinschaft leben müssen. Ja, wenigstens haben wir getrennte Schlafzimmer. Na ja, du, das ist doch nur vorübergehend. Ich muss zurück in die Agentur. Ja, heute nicht, bevor du mir gesagt hast, wie du uns hier wieder rausholst. Ja, das, wie weiß ich auch, aber das dauert maximal vielleicht 3 oder 4 Tage. Lass dich eine Woche dauern, ist doch wurscht. Ich habe für dich und für deine Italien im Bord ein. Ja, okay, das kannst du mir alles nachher erzählen, aber bitte, frag jetzt den Koffer. Ja, mir pressiert es auch, mein Mann. Ja, jetzt machen wir hier. Jetzt hören Sie aber auf, Frau Julia. Der Dr. Sager ist doch kein Staatsbesuch. Weil der Kollege, den Sie nicht mögen, da denkt man sich nichts. Ganze Zeit denke ich ja nichts anderes. Sei Frechheit, dass der kommt. Und dann soll ich noch empfangen wie ein Kaiser von China. Mein Gott, so viel Aufregung bloß wegen einem Mannsbild. Du, das ist dein Schulapfel, gell? Aber wenn ich jetzt schon mag. Nimm dir ein Beispiel an deiner Mutter, die kriegt auch nicht immer, was sie mag. Einfach nicht hingehen sollte. Da wäre die ganze Sache ausgestanden. Genau, du hast recht. Du schwänzt und schwänzt ja. Und dann gehen wir zum Segeln. Das geht doch nicht. Ja, dann kommst du einfach zu spät und sagst, dein Wecker hat nicht klingelt oder du hast die Fahrradpumpe vergessen. Ja, dann könntest du ja gleich sagen, der Schulter hat geklemmt. Schmarrn, es ist ein Tag wie jeder andere, bloß halt ein bisschen anders. Ciao, Maxi, mach's gut. Wiedersehen, Fanny. Wiederschauen, Frau Julia. Aber begrüßen tue ich nicht. Das verspreche ich euch. Herr Dr. Sagra war bisher in unserem Münchner Stammhaus Chef der Revision und wird jetzt die Mitleitung unserer Bank übernehmen. Durch die erfreuliche Entwicklung unserer Dependance werden wir in Zukunft die Geschicke unseres Hauses gemeinsam verantworten. Ich hoffe, dass unser neuer Kollege bald den Geist übernimmt, der bis jetzt unsere Arbeit getragen hat. Herr Dr. Sagra, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Grüß Gott. Das Buffet ist eröffnet. Hamburger Spezialitäten, Herr Doktor. Vielen Dank für diese überaus rührenden Worte, liebe Kollegin, und für das Büro gleich neben dem Ihren. Sie können sich gar nicht vorstellen, was ich für eine Sehnsucht nach Ihnen gehabt habe. Und Ihre Freundin haben Sie nicht gebracht? Nein, die ist nicht da. Labskas, müssen es probieren. Und zum Betriebsausflug kommt sie auch nicht mit? Ich glaube nicht, die wird ziemlich leicht seekrank. Möweneiber. Wenn Sie in Hamburg bestehen wollen, ist das Möwenei ein absolutes Muss. Darf ich Ihnen Herrn Grammeier vorstellen? Der dritte Bayer im Bunde. Grüß Gott, Herr Doktor. Herr Grammeier, freut mich. Der Herr Grammeier kennt alle Geheimtipps der Hansestadt. Ja. So einer sind Sie. Zu null für unsere Chefin. Und jetzt kommt, wie er sein erstes Möwenei gegessen hat. Ein Möwenei? Ja, freilich, pass auf. Tok, 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 tok. Keiner zu Hause? Tok, tok, tok. Pill, 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 pill. Schlüff, 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 schlüff. Schlüff, schlüff, schlüff. Und dann. Nom, nom. Und weißt du, was er gesagt hat, wie ich gefragt habe, wie es ihm geschmeckt hat? Nein. Wie ihr alter Leberkäs. Thank you.
Ach ja, ich hab schon gedacht, sie kommen nicht mehr. Ja, so, komm. Wir wollten ihn so ablegen. Also für deinen Jahrgang bist bei du noch gut bereit. Ja, Steffi Graf bin ich nicht, aber für ein Hausgebrauch. Das ist nett von dir, dass du mich ein bisschen hast mitspielen lassen. Das sind nicht die Jahre, das ist dein Schreibtisch. Ja, und du rauchst zu viel. Meinst du, dass es eine richtige Entscheidung war, den Sagerer nach Hamburg zu schicken? Aber so wenig sie sich leiden können, so gut ist das fürs Geschäft. Aber sie hat sich doch nichts zu Schulden kommen lassen. Nein, das nicht, aber ich glaube, wir haben ein bisschen zu früh zu viel Verantwortung zugemutet. Verliert sie Geld? Nein, das nicht. Aber sie gibt reichlich aus. Aber ist doch genau das, was ihr Männer von uns Frauen erwartet. Mutter wie Tochter, Tochter wie Mutter. Ihre ganze Hoffnung ruht auf dem einen Viecherl. Haben Sie das schon mal erlebt? Das Viecherl rennt und rennt und rennt und auf einmal, kein Mensch weiß warum, fängt es zum Springen an. Und wohin? Wohin? Ins Ziel natürlich. Ja, aber dann ist doch gut, oder? Ich meine, es hätte ja auch woanders hinspringen können. Aber es soll ins Ziel traben und nicht springen. Mein Gott, vielleicht war es zu hoch, das Ziel. Traben hätte halt nichts geholfen, hm? Wie hat Ihnen den Helgoland gefallen? Schon, obwohl, Herrn Chiemsee ist es nicht. Ist ja nicht einmal ein Schloss drauf. Ja, aber hier ist doch auch schön, oder? Ja, schön ist schon. Ist eigentlich Tanzen immer so langweilig, Mama? Wenn man es mal kann, eigentlich nicht. Normalerweise führt er auch daher, weißt du? Wofür ist bin ich jetzt dahin? Was mal? Zum Bauchladen. So. Ist sie nicht eine Prachtperson, unsere Chefin? Wer die noch mal kriegt, der ist ein Glückspilz. Kriegen Sie überhaupt noch mal weh? Was in Ihrem Alter? Männer stören doch nur die Karriere. Nein, nein, da ist sie anders, unsere Chefin. Schließlich stehe ich schon 30 Jahre lang in der Pforte. Da kriegt man einen Blick für Menschen. Dann wissen Sie ja vielleicht auch, wie die Zukunft von Dr. Sagerer ist. Machen Sie sich mal keine Hoffnungen. Und außerdem, was sollte denn Herr Heise davon denken? Frau Heininger, kommt Sie doch mal bitte. Dem Dr. Sager geht so schlecht. Ja, Herr Dr. Sager, aber was ist mit Ihnen los? Es ist überhaupt kein Seegang. Sie tun uns so wahnsinnig leid. Sie tun mir und meiner Mama so leid. Ich glaube Ihnen aufs Wort. Wir sind nur runtergekommen, als Buffet ist nur ein bisschen was übrig geblieben. Möweneier. Oh. Zwei, eins für uns, Mama.
Grüß Gott. Guten Tag. Ich bin der Bruder von Herrn Dr. Sagerer. Wir haben eine Verabredung. Das tut mir leid, Ihr Bruder ist noch nicht im Haus. Ach, warten Sie doch in seinem Büro. Gern. Ja. Ja, in dem Punkt kann ich Sie beruhigen, Herr Abendroth. Ich komme nicht alleine. Ich komme in Begleitung von Herrn Dr. Sagerer. Ja. Ist in Ordnung. Auf Wiederhören. Viel Spaß, denn. Ja, danke schön. Für Gott. Jo, tschüss da. Wenn Sie mich fragen, so geht das nicht. Entschuldigen Sie, was haben Sie? So geht das nicht. Die Kollegen in München haben den Sprit abgelassen. Ist ärgerlich, aber korrekt. Beim Ausgang vor dem Frachthof, da ist eine Tankstelle. Ja, danke für den Tipp. Wiederschauen. Wer seine Maschine liebt, der schiebt. Sie sind ja Dichter. Und sowas ist bei der Bahn. Ich freue mich, Herr Glotz, dass alles so gut anläuft. Ja, da gibt es nur zwei Sachen, die uns gefährlich werden können. Das ist die Maul- und Klauenseuche und Brüssel. Ja. Ja, im Laufe des Nachmittags. Ich möchte gern, dass mein neuer Kollege Ihren Betrieb kennenlernt. Mhm. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen, Herr Löhlein. Übrigens, Ihr Wagen läuft wieder, Herr Doktor. Danke. Guten Morgen. Ihr Bruder wartet in Ihrem Büro. Ach, wegen der Wohnung, ja. Wunderbar, danke. Ja, hier ist der Sascha. Du, ich bin jetzt zu erreichen unter 9570 560. Ja, genau. Störe ich? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wer? Der Harry? Ja, gib rüber. Du, wer ist denn das da nebenan in Riesenhause? Wer ist denn das? Das ist meine Kollegin. Ja. So was möchte ich auch mal haben, da. Ja? Die Frau Heininger. Was ist jetzt mit der Wohnung? Warte mal einen Augenblick. Harry, warte mal. Du, ja, die Wohnung. Ich habe die Schlüssel dabei. Aber nicht von der Wohnung, wo ich erzählt habe, sondern von einer anderen. Das ist also ein Loft in Hamburg-Altona. Da haben wir da ein paar so Alternative drin gewohnt. Muss ein bisschen renoviert werden, aber ist für dich kein Problem. Gell? Die Adresse habe ich auch. Oh, gar nicht sicher. Da, schon hier, das ist Adresse. Super. Ja, ja, klar. Ja, ja. Von mir aus, super. Sag's mir dann, wenn du fertig bist. Also so einen Job wie du möchte ich auch mal haben. Da kommst du in die Arbeit und fängst das Zeitung lesen an. Herr Dr. Sagerer, darf ich Sie an unseren Termin erinnern? Sofort. 13 Uhr Sanders KG, 14 Uhr Hansafrost GmbH, 15.30 Uhr Biobeef und 17 Uhr Airjet Production. Wir sind spät dran. Darf ich vorstellen, das ist mein Bruder, die Frau Heininger. Auch Sagerer. ich darf ja gerne mitgehen, aber ich muss ja noch die Angelsachen besorgen, gell? Viel Spaß. Ja, vergiss die Fliegen nicht, gell? Bestimmt nicht. Würd's Ihnen was ausmachen, heute wollen wir jetzt, wenn wir noch bei einer Wohnung vorbeischauen in Altona? Na, das ist mir egal. Wir müssen sowieso Ihren Wagen nehmen, weil meine ist in der Inspektion. First two contestants in a moment. That's after Gloria Estefan. Mein Maxl, du glaubst wohl immer noch, dass die Lösungen deiner Hausaufgabe im Radio durchgegeben werden. Du hast ja wieder kaum was gegessen. Ich mag keinen Blumenkohl. Wenigstens das Kotelett. In Hamburg heißt es nicht Kotelett, sondern Carbonade. Mir wurscht. Essen sollst halt, Bub. Ich hab keinen Hunger. Naja, ich hätte es mir ja denken können. Maximilian, wie soll das einmal enden? Der alte Hack bringt dich um.
Ich hab's mir aber selber gekauft, vom eigenen Geld. Ja, man kann ihm ja nicht verbieten, was zu verkaufen. Und dir was verbieten hat sowieso keinen Zweck. Aber vielleicht hilft verhandeln. Das nützt bei mir auch nichts. Geht doch nicht mit dir, Bub. Du, Fanny? Ja, was ist denn? Weißt du, wie lange ein Bindfaden sein muss, bis man einmal um eine Quarte spannen kann? Nein, weiß ich nicht. Siehst, warum müssen Kinder was lernen, was Erwachsene nicht einmal wissen? Ich hab nur gesagt, ich weiß es nicht. Andere Erwachsene wissen es vielleicht. Fanny, wenn du so weiter machst, kriegen wir zwar nie bessere Noten. Dritter Stock, hat er gesagt. Gefällt's Ihnen nicht? Ohne Bad und ohne Klo. Sascha, Sascha, was machst du bloß für Sachen? Interessanter junger Mann, Ihr Bruder. Nach unten nehmen wir den Lift. Sag mir, das ist unverantwortlich von Ihnen. Der Bub ist kaum noch etwas anderes. Vielleicht schmeckt's ihm besser. Aber mal im Ernst, ich kann auch nicht jeden Tag auf Sauerkraut und Schweinenacken. Was wissen Sie denn, was bei uns auf den Tisch kommt? Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Herr Haag, ich wünsche, dass Sie Maximilian keine Süßwaren mehr verkaufen. Das ist so, als wenn Sie dem Fischhöcker verbieten, Fisch zu verkaufen kommen. Irgendwas muss ich schließlich auch leben. Ich brauche zwar nicht mehr viel, aber außerdem kriegt er das meiste von mir geschenkt. Bitte unterlassen Sie auch das. Weil er mir leid tut, der Junge, weil er immer ganz allein ist, Bier. Das geht Sie überhaupt nichts an. Doch, 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 doch. Ich habe hier in 40 Jahren viele Kinder groß werden sehen. Und ich weiß, was sie werden, wenn sie keine Freunde haben. Unglücklich. Herr Haag, ich wünsche Ihnen guten Tag. Ich hätte gerne ein halbes von Butter. Ein halbes von Butter, sehr gerne. Also ein bisschen exotischen Geschmack haben Sie, Herr Dr. Sagerer. Heben Sie sich den Doktor für offizielle Anlässe auf. Was meinen Sie mit exotisch? Wenn ich mir so Ihr Auto anschaue. Schauen Sie, wenn es nach mir geht, dann würde ich am liebsten nur mit dem Motorrad fahren. Aber da man in unserem Breiten manchmal ein Dach über dem Kopf braucht, behelfe ich mich mit englischen Autos. Die haben nur was Individuelles. Allerdings haben sie manchmal ihre Macken. Lichtmaschine. Ei. Na bitte nicht schon wieder. Was ist denn? Der Keilriemen ist gerissen. Na, dann wechseln Sie ihn halt aus. Haben Sie einen dabei? Also jedes Mal ist irgendwas anders mit dieser Kiste. Schmeiß es noch bald weg. Da, der Keilriemen. Du, Toni, unpädagogisch sagen sie das heute nicht aus. Wie die mit Kindern umgehen. Und unverschämt. Das obendrein. Aha. Ja. Du, und was die mit ihrer dreckigen L betreiben. Als wär's der Ganges. Was, der Ganges? Ist gut. Ganges. Dieser heilige Fluss in Indien. Ach so, den meinst du? Ah, ja. Ja. Ja, ich mach's ja bloß wegen dem Buben. Ja, jetzt beruhig dich nur wieder, Fanny. Alles mit der Ruhe, nicht? Erzähl mir nix. Du, und dann hat mir doch dieser norddeutsche Kolonialwarengrater tatsächlich eine Tüte Diätkekse geschenkt. Was? Ja, ganz gut sind's. Aber der allgemeine Volkscharakter, mein Lieber. Wir kriegen die Milch auf.
Mit deiner Schere, aber vorsichtig. Ah, was ist der Maxl, ha? Sag ihm schöne Grüße. Du sag einmal, Fanny. Herrschaftszeiten, jetzt lass mich heute auch einmal was sagen. Was das Schlimmste ist. Die Julia, gell? Die hat sich ja sowas von verändert, seit sie hier ist. Stell dir vor, mit so Alternative treibt sie sich rum, als ob das ein Umgang wäre. Julia? Okay. Julia wird doch nicht etwa mit einem Linken was anfangen. Nein, das glaube ich nicht. So doch nicht, Toni, rein geschäftlich. Das sind doch Fantasten, oder? Hast du es aufgebracht? Ja. Jesus. Hab ich nicht gesagt, vorsichtig. Fanny? Hallo, Fanny. Bist du noch da? Hallo? Vicky. Grüß Gott. Ja, ich komm schon. Tja, wir haben in letzter Zeit viel Glück gehabt. Und wenn das so bleibt, dann schaffen wir das noch, den Kredit noch 6 Monate vor Ablauf der Frist zurückzuzahlen. Unterstehen Sie einer. Ein bisschen wollen wir schon in Ihnen verdienen, Herr Gott. Auf Wiedersehen und alles Gute, gell? Tschüss, Frau Einiger. Wiedersehen. Danke. Wiederschauen. Tschüss, Ihnen. Ja, der Banker von heute muss sich schon den Kunden von morgen ein bisschen anpassen. Sie können mich für konservativ halten, aber wir sind Bauunternehmer und Immobilienmakler. Als Kunden lieber. Wir ihn gleich. Gerade die Branche, wo so einige Dreck am Stecken haben. Moment, ich hole einen Träger. Danke. Noch ein Schuss Grimfleisch, geht mit Schaden. Bechamel und das ist gut. Ach ja, die Frau Schittenhelm hat's wieder mit dem Magen. Bitte machen Sie ja doch ein Kalbszimmerl. Natur. Und mit Bouillonkartoffeln oder besser noch mit Kartoffelpüree. Gern, Frau Einiger. Na, du mit deiner Fantasie, Märchenerzähler hättest werden sollen, Toni. Und für sowas ist die Julia schon viel zu alt. Ja, aber wenn Stefani da schreibt, dass sie sich mit so Linke rumtreibt, Chefin. Ja, ja, und Hasch verkauft und unter die Hausbesetzer gegangen. Na, also jetzt ist Schluss, Chefin. Jetzt muss ich die Julia schon in Schutz nehmen. Gell? Ich werde dir sagen, was sie macht. Was? Schön brav hinterm Schreibtisch sitzt und arbeitet. Das macht's. Meinet. Was sagt denn eigentlich Ihre Freundin dazu, dass man sie in den hohen Norden verschickt hat? Beatrice? In ihren Augen verkomme ich langsam aber sicher zum provinziellen Spießer. Ach, wirklich? Da übertreibt's aber, oder? Jedenfalls haben wir ja noch so Kunden wie die Airjet Productions, sonst müssen wir langsam die Bauernbank in Bauernbank umbenennen. Kennen Sie ihn eigentlich? Herrn Abendroth? Nicht persönlich, aber ich bin ziemlich gespannt, weil der erste Eindruck ist ja doch der entscheidende. Das neue Gebäude werden wir dort drüben errichten. Es wird sich dann hier entlangziehen bis dort zur Brücke und die Auffahrt wird dann hier vorne sein. Herr Abendroth, Ihr Besuch ist da. Danke. Danke. Frau Heininger. Grüß Gott. Herr Dr. Sagra von der Bayernbank. Hansen. Freut mich. How do you do? Pleased to meet you. Hello. Guten Tag. Sie was? Grüß Gott, Sagra. Ja, nett, dass wir uns diesmal persönlich kennenlernen, Herr Dr. Sagra. Am Telefon ist das ja. Meine Herren, ja, was darf ich Ihnen anbieten? Tee, Kaffee? Der erste Eindruck ist immer der entscheidende.
in Hamburg mit so einer Krawatte. Du hast sie schon hier nicht getragen. Entschuldige mir bitte, das sind für Hamburg die Reizfarben schlechthin. Der Schwarze aus dem Süden gegen die Roten von der Elbe. Du scheinst ja einiges vorzuhaben. Ja, und zwar der Frau Heininger intensiv auf die Finger zu schauen. Wie intensiv? Also bitte, Bea, lass das ja. Mit der selber näher geritten. Ihr seid in einer fremden Stadt. Du wirst einsam sein, sie wird einsam sein. Ja, sie hat mich schon zum Betriebsausflug eingeladen. Sie will etwas von dir. Willst du als Clochard rumlaufen? Mach uns etwas zu trinken. Außerdem wirst du dich sehr schnell selbst davon überzeugen können, dass das einzig Positive, was meine Kollegin für mich empfindet, ihre ausgeprägte Abneigung gegen mich ist. Ich werde nicht allzu oft in deiner Nähe sein, Sherry. Bevor ich in Hamburg friere, friere ich lieber in Milano. Wo wohnst du eigentlich? Da kümmert sich mein kleiner Bruder drum. Der wohnt nämlich da oben. Chin, Chin, mein Engel. Also, pass mal auf. Also, wir spielen jetzt eine Null. Das ist eine Null? Da dürfen wir ja keinen Stich kriegen, ne? Das ist aber komisch. Pass mal auf, mal. So. Ist das ein Kreuz? Was? Ist das ein Kreuz? Ja, gut, ihr habt gewonnen. Warum? Na, weil du den beiden Spitzbuben gerade gepfiffen hast, als sie da ein Kreuz an Bord haben. Entschuldigung, es tut mir leid. Oh, lass mal. Komm schon wieder rein. Du, sag mal, Max, hast du eigentlich gar keine Freunde? Seit du hier bist, kommst du ja fast jeden Nachmittag zu mir. Also nicht, dass ich was dagegen habe. Ne? Ach, die sind alle so saublöd. Naja, das muss ich alles noch einspielen. Ne? Wenn ich nach Bayern ziehen müsste, würde auch ein bisschen dauern, bis ich den Kraxelhubern da unten Skat beigebracht habe. Oh, Kundschaft. Ah ja. Hier, mein Jung. Babur. Danke. Schon 30 Jahre lang in der Pforte. Da kriegt man einen Blick für Menschen. Dann wissen Sie ja vielleicht auch, wie die Zukunft von Dr. Sagerer ist. Machen Sie sich mal keine Hoffnungen. Und außerdem, was sollte denn Herr Heise davon denken? Frau Heininger, kommt Sie doch mal bitte. Dem Dr. Sager geht so schlecht. Ja, Herr Dr. Sager, was ist mit Ihnen los? Es ist überhaupt kein Seegang. Sie tun uns so wahnsinnig leid. Sie tun mir und meiner Mama so leid. Ich glaube Ihnen aufs Wort. Wir sind nur runtergekommen als Buffet, ist nur ein bisschen was übrig geblieben. Möweneier. Oh. Das war eins für uns, Mama. Ja. Grüß Gott. Guten Tag. Ich bin der Bruder von Herrn Dr. Sagerer. Wir haben eine Verabredung. Das tut mir leid, Ihr Bruder ist noch nicht im Haus. Ach, warten Sie doch in seinem Büro. Da. Gern. Ja. Ja, in dem Punkt kann ich Sie beruhigen, Herr Abendroth. Ich komme nicht alleine. Ich komme in Begleitung von Herrn Dr. Sagerer. Ja. Ist in Ordnung. Auf Wiederhören. Viel Spaß, denn. Ja, danke schön, für Gott. Jo, tschüss da. Bitte. So. Wenn Sie mich fragen, so geht das nicht. Entschuldigung, was haben Sie? So geht das nicht.
Die Kollegen in München haben den Sprit abgelassen. Ist ärgerlich, aber korrekt. Beim Ausgang vor dem Frachthof, da ist eine Tankstelle. Ja, danke für den Tipp. Wiederschauen. Wer seine Maschine liebt, der schiebt. Sie sind ja Dichter. Und sowas ist bei der Bahn. Ich freue mich, Herr Klotz, dass alles so gut ab. Aber vielleicht Carbonade? Was? Oder eine echte Hamburger Spezialität. Lapskaus in Dosen. Na, vielleicht haben Sie dann einen Obersten. Was haben Sie gesagt? Vielleicht haben Sie einen Angebatzten. Gnädige Frau, bei mir kaufen die Leute, weil der Mensch ja nun mal essen muss. Nicht? Für die exotischen Knabbereien müssen Sie sich schon zum Klosterstern bemühen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Sehr blöd. Sag mal, habt ihr das gehört? Haben Sie Weißwürst? Bitte? Haben Sie Weißwürst? Ja, ja. Dann hätte ich gern 6 Paar, bitteschön. Ja. Als Sie sagten, wir sollen eine Sause machen, da dachte ich schon an Nu. Nicht Sause, Jause. Das ist egal, ja. Hauptsache das Frühstück fällt nicht flach. Das ist kein Frühstück, sondern eine Brotzeit. Und ich hab gedacht, die haben Penner übernachtet. Und ich hab gedacht, die zuverlässigen Hanseaten sind schon seit 10 Tagen fertig. Ja, aber da haben wir den Schlüssel doch erst von der Verwaltung gekriegt. Und nun geht alles ruckzuck. In 1-2 Wochen sind wir weg. War so schnell schon. Ah, trotzdem guten Appetit. Mm. Hey. Ist was? Also, an die Arbeit, meine Herren. Und keine Pausen, gell? Ja, los. Wiedersehen. Der Ihr Ehemann ist echt ein Glückspilz. Obwohl wir hier der Vorposten einer angesehenen Großbank sind, hoffe ich, dass zwischen Aktienkursen und Bilanzen ein guter Geist herrscht, der aus 3 kleinen Wörtern besteht. Miteinander, umeinander und füreinander. Auf eine gute Zusammenarbeit. Frau Heise? Frau Direktor? Heininger. Gern. Herr Kramer. Herr Kramer. Beatrice, komm doch einmal bitte. Du, ich hab Probleme. Du brauchst einen Mann wie du, eine Geliebte. Besorg dir eine Haushälterin. Ja, ich käme wenigstens nicht auf die absurde Idee. Und lass dich von mir in aller Herrgottfurcht zum Flughafen kutschieren. Ist der Espresso fertig? Ach Gott, ja. Wozu kauft man sich ein paar Schuhe, wenn einer immer weg ist? Zweimal mit Finger verbrannt. Nur weil du auf diesem kochend heißen Kaffee speienden Drachen bestanden hast. Dabei ist Filterkaffee viel bekömmlicher. Du vergisst, ich bin Italienerin. Mei, schau dir das an. Jetzt haben wir die Krawatten auch noch versaut. Ja, mein Schuh. Was? Ja. Bitte. Danke. Bea, Krawatte. Nimm die Ellbogen vom Tisch, Max, und iss dein Müsli. Jeden Morgen das blöde Müsli. Du wirst doch groß und stark werden, oder? Hast du früher auch immer Müsli essen müssen, gell? In meiner Kindheit hat es doch sowas gar nicht gegeben.
Wie bist denn du groß und stark geworden? Also meinetwegen, aber nimm wenigstens die Ellbogen vom Tisch. Warum, Fanny? Was ist jetzt mit dem Hans? Ich hab's ihn gefunden. Max aus seinem Skipullover hat er sich verkrochen gehabt. Na, sagt sie, ich hab's doch gleich gesagt. Maxi, ist dein Müsli? Du willst doch groß und stark werden, oder? Ich glaube, diesen Tag überlebe ich nicht. Dann müsstest du wenigstens diesen langweiligen Vortrag nicht anhören. Die Naturdenkmäler des Spätbarock sind mindestens so faszinierend wie dein Motorradsprint von den Traumstraßen der Welt. Ja, du, falls du mich morgen anrufen möchtest, ich bin mit meinen Spätzen unterwegs. Versprich mir, dass du langsam fährst. Ja, wir machen ja Bergtour, kein Rennen. Grüß mir, Mailand. Wann kommst du überhaupt zurück? Wenn mein Artikel fertig ist. Auf jeden Fall lohnt es sich nicht, auf dumme Gedanken zu kommen. So kannst du nicht ins Büro. Wieso, was ist? Du siehst unmöglich aus. Ja, komm. Ja, danke schön. Mhm. Ja, ist gut. Ja, bis morgen. Auf Wiederhören. Wie sehe ich aus? Glücklich. Bin ich auch. Bis morgen, Frau Heise. Und wenn jemand nach mir fragt, ich bin weg. Ich schwänze. Bitte darf ich einmal... Nein, meine Dame, tut mir leid. Ich kann sie nicht rauslassen. Oh, eine einzige Ausnahme, bitte. Ich kann sie nicht. Die Sicherheitsbestimmung. Ja, Max, du bist ja schon grüßlich. Mein Schatz, wie geht's dir? Gut. Ja, den habe ich da mitgebracht. Oh, ist ja toll. Oma hat gesagt, ich soll dir für die 20 Mark Blumen kaufen. Aber ich habe mir gedacht, das Flugzeug gefällt dir sicher besser. Du meinst, es gefällt uns zwei besser, hm? Wieso? Das ist ja deins. Also gut, ich bin der Eigentümer und du bist der Nutznießer, okay? Was? Mama, du bist die allerbeste. Wo hast du die Fanny lassen? Wo bleibst du denn nur? Glauben Sie, ich will da herinnen Wurzeln schlagen. Ich muss die Skidor erstmal auf die Koa packen. Wo bitte? Auf die Karre packen. Ausländer. Jetzt werden die Fluggäste des Lufthansa-Fluges 0 noch auf Platz. Ja, Frau Julia! Schön, dass wir wieder zusammen sind. Wie geht's dir? Ja, ja, Mama, das hast du gar nicht gesehen. Oh, ist ja toll, ja super. Also kommt, gehen wir. Komm, wie geht's? Das ist unser Haus. Ach so. Aber nicht den Trüger. Ja, den nimm ich noch. Vorsicht, die macht das ja. Aber jetzt glaube ich außer. Pass auf. Ei, oh mein. Da gefällt euch. Ja, schön ist schon. Aber? Die Fans. Okay. Also reicht mir doch schnell. Dann machst du auch schön. Ja. So, jetzt auch. Geh mal. Fühlt sich da die Drachen an. So, schauen wir das Haus an. Oben sind die Schlafzimmer, ist ja klar. Und da, Schatz. Wohnzimmer. Ist das nicht schön? Ja, Fanny, hä? Das ist mein Arbeitszimmer. Oh. Jetzt schauen wir den Garten an. Komm, Maxi. Der ist besonders schön. Schatz, und das ist unser Garten. Ist der nicht schön? Maxi, komm. Wir haben sogar ein eigenes Boot. Komm her. Komm mal noch segeln. Ja, freilich.
Ins Bett, junger Mann. Frühstück gibt's um 7. Sie reden aber ein bisschen viel vom Sagra. Ach, Schmarrn, Fanny. Wenn einer mein Manns Bild wurscht ist, dann regt man sich auch nicht über ihn auf, oder? Ihr ganget ins Kloster. Oh, das habe ich schon viele sagen hören. Nur gehen Sie, habe ich nie eine. Aber Sie wissen doch ganz genau, Herr Dr. Sagerer, dass der Brandlinger ohne unsere 60.000 am Ende ist. Genau, deswegen kriegt er es auch nicht. Haben Sie schon mal einen Blick auf Ihren Bildschirm riskiert? Ja, ich weiß, die Wirtschaftlichkeitsberechnung schaut ein bisschen mies aus, aber... Die ganzen äußeren Umstände belegen, dass es fahrlässig wäre, sich auf dieses Geschäft einzulassen. Aber menschlich wäre es einmal. Für Menschlichkeit ist die Bahnhofsmission zuständig. Herr Dr. Sagerer, ich weiß genau, dass der Brandlinger mit die 60.000 Mark wieder auf die Füße kommt. Sie sturer Ochsi. Den Ochs lasse ich gelten, aber das Stur nehmen Sie zurück. Nein? Gut, dann ist die Angelegenheit für mich erledigt. Dass ihr da seid. Was denn schlimm auf der Autobahn? Ja, die übliche Blechkarawane, weißt du. Und wie geht's denn dir, Mama? Mir darf's doch nicht schlecht gehen, wenn die Gäste hierher kommen, um sich zu erholen. Ja, freilich. Na, Maxl, was gibt's denn Neues bei dir? Hm? Du, Oma, hast du bloß, dass der Donald Duck nur 4 Finger hat? Na, ja, hat er einen Unfall gehabt? Ach, Oma, der hat doch immer nur 4 Finger. Aha. Mhm. Was hältst du davon, wenn wir umziehen? Hin? Nach Hamburg. Weißt du, wo das liegt? Ja, ganz oben im Atlas. Kurz vor Dänemark. Da soll ich in Zukunft arbeiten. Warum? Hast du was angestellt? Im Gegenteil. Man hat mich befördert. Das finde ich aber gemein. Ich mag jetzt doch nach Hamburg. Was? Ja, dann kann mich Frau Schneider in Biologie nicht mehr ärgern. Meinst du, in Hamburg gibt's keine Schulen? Doch, aber keine Frau Schneider. Ja. Oh, buongiorno, signora. Hallo, Martin. Tieni, grazie. Schau, da ist ein Tisch frei. Du, hier ist mir jetzt voll. Ich glaube, wir gehen woanders hin. Spinnst du jetzt? Wer war das? Eine charmante Kollegin, die mich nicht ausstehen kann. Was? So etwas gibt es? Hm? Gibt's. Schmeckt doch super, Mama. Ja, wahnsinnig gut. Weißt du, was sagen? Merkwürdige Geschäftsmethoden, mieser Charakter sowieso. Aber nach Hamburg, das darf ich. Als würdiger Repräsentant süddeutscher Seriosität. Tja. Wegloben nennt man das. Aufs Abstellgleis schieben, damit die Herren Machos wieder unter sich sind. Also das mit den Methoden möchte schon sein. Aber charakterlich, nein.
Anni, der Maxi schlaft doch. Aber ich bin froh, dass wenigstens du mich nicht im Stich lässt. Wenn man einen Krieg mitgemacht hat, Frau Julia, zwei Männer und manch anderen Ärger, dann fürchtet man sich auch vor den Preußen nicht. Obwohl, ich tu's nur wegen dem Buben. Ich möchte wetten, dass hinter dem Ganzen der Sagerer steckt. Ins Bett, junger Mann. Frühstück gibt's um 7. Sie reden aber ein bisschen viel vom Sagerer. Ach, Schmarrn, Fanny. Wenn einer mein Mannsbild wurscht ist, dann regt man sich auch nicht über ihn auf, oder? Ihr ganget ins Klo. Eine Verehrerin? Oh, warum nicht? Hamburg ist großartig. Danke für Ihre Vorbereitungen. 1:0 für Sie. Was hast du mit Hamburg zu tun? Überhaupt nichts. Wir haben da eine Niederlassung. Wie sieht sie aus, die Niederlassung? Die Heininger? Die hast du doch vor kurzem gesehen. Ah, die Intimfeindin. Was hast du mit dir gemacht? Ich schwöre dir, überhaupt nichts. Warum dann der Kaktus und 1:0? Das war ein kampfloser Sieg. Nicht besonders ehrenvoll, aber die Punkte zählen. Muss man sowas nicht gelegentlich gießen? Danke, Frau Heise, das ist sehr lieb. Gern. Wie waren denn Ihre Antrittsbesuche bei unseren Stammkunden? Kurz und förmlich. Ich glaube, die Herren müssen sich erst daran gewöhnen, dass der neue Chef Ihrer Hausbank eine Frau ist. Sie werden es noch lernen. Frau Heise, machen Sie mir doch bitte eine Aufstellung über alle Kreditoren. Gern, Frau Heininger. Und ziehen Sie doch auch alle nicht bewilligten Anträge der letzten 12 Monate raus. Ihr Kind? Ist noch am Tegernsee. Bei der Oma. Ein Mädchen. Das lassen Sie Maxi lieber nicht hören. Der ist im Stand und zeigt Sie an wegen übler Nachrede. Komm, gehen wir segeln. Mit dir affen du nicht ohne Lehrer. Hast du Schiss auf einmal? Nein, hab ich nicht. Ja, dann komm schon. Du hörst dir das einmal an, Toni. Hm? Die Gräfin holt die tief Luft, sammelte all ihre Kräfte im rechten Arm, und schlug so gezielt gnadenlos zu, dass ihr Gegenüber das Aus nur im Unterbewusstsein erlebte. Was sagst du jetzt dazu? Ja, mein Fanny, die spielen halt Tennis, ja, was? Unsinn, eine Gräfin, die sich schlägt. Sowas tut doch eine Dame nicht. Naja, nicht im richtigen Leben, meine ich. Was die Schreiberlinge sich so aus den Fingern sagen. Und der Geld kriegen sie auch noch dafür, stell dir das vor. Ja, mein. Du, ich habe mir einfach sehen aus, Fanny. Siehst du das Boot da draußen? Ja, warum? Da sitzen doch Kinder drin. Ja. Hoffentlich nicht unser Maxl, hä? Nein, nein. Der ist beim Beppo spielen. Da. Wie lange braucht man bei dem Wind? Von Tegernsee bis Amerika? Ach, lange. Bestimmt 3-4 Tage. Ich werde dir sagen, was sie macht. Gut. Schön brav hinterm Schreibtisch sitzt und arbeitet. Das macht's. Meinet. Was sagt denn eigentlich Ihre Freundin dazu, dass man sie in den hohen Norden verschickt hat? Beatrice? In ihren Augen verkomme ich langsam aber sicher zum provinziellen Spießer. Ach, wirklich? Da übertreibt's aber, oder? Jedenfalls haben wir ja noch so Kunden wie die Airjet Productions, sonst müssen wir langsam die Bauernbank in Bauernbank umbenennen. Kennen Sie ihn eigentlich? Herr Abendroth, nicht persönlich, aber ich bin ziemlich gespannt, weil der erste Eindruck ist ja doch der entscheidende. Das neue Gebäude werden wir dort drüben errichten. Es wird sich dann hier entlangziehen bis dort zur Brücke und die Auffahrt wird dann hier vorne sein. Herr Abendroth, Ihr Besuch ist da. Danke. Danke.
Frau Heininger. Grüß Gott. Herr Dr. Sagra von der Bayernbank. Hansen. Freut mich. How do you do? Pleased to meet you. Hello. Guten Tag. Sie was? Grüß Gott, Sagra. Ja, nett, dass wir uns diesmal persönlich kennenlernen, Herr Dr. Sagra. Am Telefon ist das ja. Meine Herren, ja, was darf ich Ihnen anbieten? Tee? Kaffee? Der erste Eindruck ist immer der entscheidende. Also für deinen Jahrgang bist du noch gut bereit. Ja, Steffi Graf bin ich nicht, aber für ein Hausgebrauch. Das ist nett von dir, dass du mich ein bisschen hast mitspielen lassen. Das sind nicht die Jahre, das ist dein Schreibtisch. Ja, und du rauchst zu viel. Meinst du, dass es eine richtige Entscheidung war, den Sagra nach Hamburg zu schicken? Aber so wenig sie sich leiden können, so gut ist das fürs Geschäft. Aber sie hat sich doch nichts zu Schulden kommen lassen. Nein, das nicht, aber ich glaube, wir haben ein bisschen zu früh zu viel Verantwortung zugemutet. Verliert sie Geld? Nein, das nicht. Aber sie gibt reichlich aus. Aber ist doch genau das, was ihr Männer von uns Frauen erwartet. Mutter wie Tochter, Tochter wie Mutter. Ihre ganze Hoffnung ruht auf dem einen Viecherl. Haben Sie das schon mal erlebt? Das Viecherl rennt und rennt und rennt und auf einmal, kein Mensch weiß warum, fangst zum Springen an. Und wohin? Wohin? Ins Ziel natürlich. Ja, aber dann ist doch gut, oder? Ich meine, es hätte ja auch woanders hinspringen können. Aber es soll ins Ziel traben und nicht springen. Mein Gott, vielleicht war es zu hoch, das Ziel. Traben hätte halt nichts geholfen, hm? Wie hat Ihnen den Helgoland gefallen? Schon. Obwohl, Herrn Chiems ist es nicht. Ist ja nicht einmal ein Schloss drauf. Ja, aber hier ist doch auch schön, oder? Ja, schön ist schon. Ist eigentlich Tanzen immer so langweilig, Mama? Wenn man es mal kann, eigentlich nicht. Normalerweise führt er auch daher, weißt du? Wo führst du denn jetzt dahin? Wird man... Oh. Zum Bauchladen. So. Ist sie nicht eine Prachtperson, unsere Chefin? Wer die noch mal kriegt, der ist ein Glückspilz. Wenn sie überhaupt noch mal will. Was in ihrem Alter? Männer stören doch nur die Karriere. Nein, nein, da ist sie anders, unsere Chefin. Schließlich stehe ich schon 30 Jahre lang in der Pforte. Da kriegt man einen Blick für Menschen. Dann wissen Sie ja vielleicht auch, wie die Zukunft von Dr. Sagra ist.
dass ihr da seid. Was denn schlimm auf der Autobahn? Ja, die übliche Blechkarawane, weißt du nicht. Und wie geht's denn dir, Mama? Mir darf's doch nicht schlecht gehen, wenn die Gäste hierher kommen, um sich zu erholen. Ja, freilich. Na, Maxl? Was gibt's denn Neues bei dir? Hm? Du, Oma, hast du gewusst, dass der Donald Duck nur vier Finger hat? Na, ja, hat er einen Unfall gehabt? Ach, Oma, der hat doch immer nur vier Finger. Aha. Kannst du mir noch einmal diese gewaltige Bildungslücke verzeihen? Also, dass ich recht deppert bin und mich gern aufnutzen lasse, das mag schon angehen. Dass ich ja den weiblichen Dienstmann spiel, so deppert bin. Lass stehen, Fanny, das mach ich schon. Dankeschön. Bitteschön, die Damen. Dankeschön, Toni. Das ist nett von dir. Bitteschön, Fanny. Gern geschehen. Natürlich gehst du. Ist doch eine einmalige Chance für dich. Also gut, Hamburg ist ja nicht Paris. Aber deshalb brauchst du dich doch nicht aufführen, als ob du einen Kamelverleih in der finstersten Mongolei aufziehen sollst. Du hast ja recht, Mama. Aber es geht mir in der ersten Linie um Maxl. Ach, geh. Das. Ja, was ist denn? Die Dame von Zimmer 22 möchte gerne noch eine Nacht länger bleiben. Ist das okay? Ja, das geht. Ist in Ordnung so. Also, der Maxl und die Fanny bleiben die ganzen Ferien bei mir. Und wenn du da droben alles geregelt hast, dann kommen sie nach. So machen wir's. Hm? Du, Oma. Ja? Wenn du uns mal besuchst, gehen wir dann zum HSV. Mit dir gehe ich überall hin. Aber die Bayernfahne lassen wir zu Hause. Oh, neue Gäste. Ich geh zum Schwimmer. Du, geh, aber lass nicht wieder das Handtuch liegen, das letzte Mal. Ja, ja, grüß dich, Gott, Julia. Lass du dich auch wieder mal anschauen bei uns. Ja, Toni, gut schaust du aus. Ja. Hast du noch immer keine reiche amerikanische Witwe unter den Nagel gerissen? Nein, bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht habe ich sie auch nicht verstanden. Ach so. Wo gehen die in Hamburg überhaupt zum Skifahren? Mama sagt, in die Hamburger Berge oder so ähnlich. Was, die so einen Berg haben, wie bei uns, mit Schlepplift und so? Ach, dann nicht mit Schlepplift. Ja, und wie kommen die da auf, ey? Ja, das sind wahrscheinlich nur so Hügel. Die können ja nicht einmal richtig Deutsch reden, dort drüben. Ja, so wenig, dass die meisten uns gar nicht verstehen. Also für deinen Jahrgang bist du noch gut bereit. Ja, Steffi Graf bin ich nicht, aber für ein Hausgebrauch. Das ist nett von dir, dass du mich ein bisschen hast mitspielen lassen. Das sind nicht die Jahre, das ist dein Schreibtisch. Ja, und du rauchst zu viel. Meinst du, dass es eine richtige Entscheidung war, den Sagerer nach Hamburg zu schicken? Und so wenig sie sich leiden können, so gut ist das fürs Geschäft. Aber sie hat sich doch nichts zu Schulden kommen lassen. Nein, das nicht, aber ich glaube, wir haben ein bisschen zu früh zu viel Verantwortung zugemutet. Verliert sie Geld? Nein, das nicht. Aber sie gibt reichlich aus. Aber ist doch genau das, was ihr Männer von uns Frauen erwartet. Mutter wie Tochter, Tochter wie Mutter. Ihre ganze Hoffnung ruht auf dem einen Viecherl. Haben Sie das schon mal erlebt? Das Viecherl rennt und rennt und rennt und auf einmal, kein Mensch weiß warum, fangst zum Springen an. Und wohin? Wohin? Ins Ziel natürlich. Ja, aber dann ist doch gut, oder? Ich meine, es hätte ja auch woanders hinspringen können. Aber es soll ins Ziel traben und nicht springen. Mein Gott, vielleicht war es zu hoch, das Ziel. Traben hätte halt nichts geholfen, hm? Wie hat Ihnen den Helgoland gefallen? Schon. Obwohl, Herrn Chiemsee ist es nicht. Ist ja nicht einmal ein Schloss drauf. Ja, also hier ist es auch schön, oder? Ja, schön ist schon. Ist eigentlich ganz nicht mehr so langweilig, Mama? Wenn man es mal kann, eigentlich nicht. Normalerweise führt er auch daher, weißt du? Wofür bin ich jetzt dahin? Zum Bauchladen. Ach so. Ist sie nicht eine Prachtperson, unsere Chefin? Wer die noch mal kriegt, der ist ein Glückspilz. Sind sie überhaupt noch mal weh? Was in ihrem Alter? Männer stören doch nur die Karriere. Nein, da ist sie anders, unsere Chefin. Schließlich stehe ich schon 30 Jahre lang in der Pforte.
Da kriegt man einen Blick für Menschen. Dann wissen Sie ja vielleicht auch, wie die Zukunft von Dr. Sagerer ist. Machen Sie sich mal keine Hoffnungen. Und außerdem, was sollte denn Herr Heise davon denken? Frau Heininger, kommen Sie doch mal bitte. Nein, Sie können selbstverständlich weiterhin auch Ihre Geschäfte direkt mit mir abwickeln. Ja. Ganz wie Sie wünschen. Ja. Ihnen auch. Wiederhören. Man stelle sich vor, da ist eine Filiale in Hamburg und keiner geht hin. Oder wäre es recht schwarz? Ich glaube, da kommt er wieder. Sturmwarnung für den Tegernsee. Verstanden? Sturmwarnung ausgerechnet. Bei dem Wetter fährt doch eh keiner raus. Lass uns umkehren, Beppo. Alles klar, zum Ende. Ich glaube, das sind Kinder, die müssen wir holen. Frau Heise, was ist denn das für ein Vorgang, Bio-Beef-Wedel? Ach, das sind so alternative Bauern, die eine ökologische Rinderzucht aufbauen wollen, mit selbstgezogenem... Gefällt's Ihnen nicht? Ohne Bad und ohne Klo. Sascha, Sascha, was machst du bloß für Sachen? Interessanter junger Mann, Ihr Bruder. Nach unten nehmen wir den Lift. Sag nur, das ist unverantwortlich von Ihnen. Der Bub ist kaum noch etwas anderes. Vielleicht schmeckt es ihm besser. Aber mal im Ernst, ich kann auch nicht jeden Tag auf Sauerkraut und Schweinenacken. Was wissen Sie denn, was bei uns auf den Tisch kommt? Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Herr Haag, ich wünsche, dass Sie Maximilian keine Süßwaren mehr verkaufen. Das ist so, als wenn Sie dem Fischhöcker verbieten, Fisch zu verkaufen kommen. Irgendwas muss ich schließlich auch leben. Ich brauche zwar nicht mehr viel, aber außerdem kriegt er das meiste von mir geschenkt. Bitte unterlassen Sie auch das. Weil er mir leid tut, der Junge, weil er immer ganz allein ist, Bier. Das geht Sie überhaupt nichts an. Doch, 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 doch. Ich habe hier in 40 Jahren viele Kinder groß werden sehen. Und ich weiß, was sie werden, wenn sie keine Freunde haben. Unglücklich. Herr Haag, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Ich hätte gerne ein halbes von Butter. Ein halbes von Butter, sehr gerne. Also,
so ein bisschen exotischen Geschmack haben schon, Herr Dr. Sagerer. Heben Sie sich den Doktor für offizielle Anlässe auf. Was meinen Sie mit exotisch? Wenn ich mir so Ihr Auto anschaue. Schauen Sie, wenn es nach mir geht, dann würde ich am liebsten nur mit dem Motorrad fahren. Aber da man in unserem Breitner manchmal ein Dach über dem Kopf braucht, behelfe ich mich mit englischen Autos. Die haben nur was Individuelles. Allerdings haben sie manchmal ihre Macken. Lichtmaschine. Ei. Na bitte nicht schon wieder. Was ist denn? Der Keilriemen ist gerissen. Na, dann wechseln Sie ihn halt aus. Haben Sie einen dabei? Also jedes Mal ist irgendwas anders mit dieser Kiste. Schmeiß es noch bald weg. Da, der Keilriemen. Eve. Solange ich unsere Kundengelder nicht im Kamin verbrenne, haben wir auch keine Vorschriften zu machen, wie ich zu sein habe. Naja, vielleicht ist das auch gar nicht mehr nötig. Wie du weißt, suchen wir für unsere Hamburger Departements einen neuen Direktor. Und nach reiflicher Überlegung, wer der richtige Mann sein könnte, ist die Wahl auf dich gefallen. Haben Sie nicht eben von einem richtigen Mann gesprochen? Naja, in diesem Fall ist eben der richtige Mann eine Frau. Nach Hamburg. Hat der Herr Dr. Sagerer saubere Arbeit geleistet? Na, erstens, Julia, ist der Dr. Sagerer Abteilungsleiter wie du? Aber Personalentscheidungen werden bei uns immer noch vom Vorstand getroffen. Und zweitens habe ich den Eindruck, du fasst deine Beförderung als Strafe auf. Es gibt Beförderungen, die haben was Degradierendes an sich. Naja, ich habe deinem Vater versprochen, dass ich mich um dich kümmern werde. Ich erwarte zwar keinen Dank, aber... Ja. Kann ich dann gehen? Bitte? Morgen. Morgen. So, danke schön. Guten Morgen, Frau Kollegin. Was fällt denn Ihnen überhaupt ein, sich über mich ein Urteil zu erlauben? Ausgerechnet Sie. Schauen Sie lieber mal Ihre Krawatten an. Entweder Sie haben nur die einzige oder 50 mal die gleiche. Sie müssen ja eine ganz grauenvolle Nacht verbracht haben. Aber trösten Sie sich, ich habe auch nicht gut geschlafen. Ist mir doch wurscht, wie Sie schlafen. Und wie meine Geschäfte macht, das geht Sie überhaupt nichts an. Es macht Sie doch nur wahnsinnig, dass eine Frau mit Geld umgehen kann. Wo sie doch eigentlich gar nichts davon verstehen darf. Aber wenn ich jetzt in Hamburg bin, dann sind Sie wieder unter sich. Mit Ihrer Männerwirtschaft. Oh, ich gratuliere. Ich gratuliere Ihnen und hoffe, dass Sie möglichst bald als Filialleiter in die Wüste Gobi verschickt werden. Reizvoller Gedanke. Ich wollte mir immer schon eine Geländemaschine zulegen. Das ist, was ich überhaupt nicht leiden kann. Nein, aber das werden Sie mir sicher gleich sagen. Und Sie probieren, witzig zu sein. Sagerer? Beatrice, wo bist denn du? Am Flughafen. An welchem Flughafen? Was immer noch in München? Ja, ich weiß, Deutschland ist ein unmögliches Land. Aber was kann Deutschland dafür, dass in Mailand Nebel ist? In Mailand ist immer Nebel. Ja. Ich weiß, wir haben keine Kultur. Bitte, hör mir zu. Setz dich an die Bar, bestellst dir was zu trinken, denk an was Hübsches und dann hole ich dich zum Essen ab. Okay? Ciao, mein Schatz. Ärzten. Was habe ich gesagt? Vielleicht haben Sie einen Angebarzten. Gnädige Frau, bei mir kaufen die Leute, weil der Mensch ja nun mal essen muss. Nicht? Für die exotischen Knappereien müssen Sie sich schon zum Klosterstern bemühen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Du Sechblut. Sag mal, habt ihr das gehört?
Haben Sie Weißwürst? Bitte? Haben Sie Weißwürst? Ja, ja. Dann hätte ich gern 6 Paar, bitte schön. Ja. Als Sie sagten, wir sollen eine Sause machen, da dachte ich schon an Nu. Nicht Sause, Jause. Das ist egal, Hauptsache das Frühstück fällt nicht flach. Das ist kein Frühstück, sondern eine Brotzeit. Und ich hab gedacht, die haben Penner übernachtet. Und ich hab gedacht, die zuverlässigen Hanseaten sind schon seit 10 Tagen fertig. Ja, aber da haben wir den Schlüssel doch erst von der Verwaltung gekriegt. Und Nu geht alles ruckzuck. In 1-2 Wochen sind wir weg. Was, so schnell schon? Ah, trotzdem, guten Appetit. Mm. Hey. Ist was? Also, an die Arbeit, meine Herren. Und keine Pausen, gell? Ja, los. Wiedersehen. Der ihr Ehemann ist echt ein Glückspilz. Obwohl wir hier der Vorposten einer angesehenen Großbank sind, hoffe ich, dass zwischen Aktienkursen und Bilanzen ein guter Geist herrscht, der aus 3 kleinen Wörtern besteht. Miteinander, umeinander und füreinander. Auf eine gute Zusammenarbeit. Frau Heise? Frau Direktor? Heininger. Gern. Herr Graumeier. Herr Graumeier, freilich. Ich freue mich. Danke. Herr Lorenz? Zum Wohl. Dankeschön. Frau Schwarzkopf? Kostet. Fräulein Grau, gut? Ja, ja, wir unterhalten uns gerade über dich. Im Übrigen, dein Rindviehzüchter ist bewilligt, mit einer Gegenstimme. Na, woher weißt du das? Na ja, und was die übrigen Gelder unserer Aktionäre angeht, die du vorhast, unter die Leute zu bringen, dürfte dir bekannt sein, dass unsere Satzung vorschreibt, dass ab einer bestimmten Bilanzsumme ein Mitleiter zu bestellen ist. Ja, bitte sehr. Ich habe nichts zu verbergen. Schicken Sie mir ruhig Ihren Aufpasser. Soll ich doch rumschnüffeln, solange es ihm Spaß macht. Ja. Ja, danke schön. Mhm. Ja, ist gut. Ja. Ja, bis morgen. Auf Wiederhören. Wie sehe ich aus? Glücklich. Bin ich auch. Bis morgen, Frau Heise. Und wenn jemand nach mir fragt, ich bin weg. Ich schwänze. Bitte darf ich einmal. Nein, einmal meine zu... Dame, tut mir leid, ich kann Sie nicht rauslassen. Ah, eine einzige Ausnahme, bitte. Ich kann Sie nicht. So... Die Sicherheitsbestimmung. Ja, Maxi, das bist du schon. Grüß dich, mein Schatz. Wie geht's dir denn? Gut. Ja, den habe ich da mitgebracht. Oh, ist ja toll. Oma hat gesagt, ich soll dir für die 20 Mark Blumen kaufen. Aber ich hab mir gedacht, das Flugzeug gefällt dir sicher besser. Du meinst, es gefällt uns zwei besser, hm? Wieso? Das ist ja deins. Also gut, ich bin der Eigentümer und du bist der Nutznießer, okay? Was? Mama, du bist die allerbeste. Wo hast du mich fahren lassen? Wo bleibst du denn nur? Glauben Sie, ich will da herinnen Wurzeln schlagen? Ich muss die Schiede erstmal auf die Koa packen. Wo bitte? Auf die Karre packen. Ausländer. Jetzt werden die Fluggäste des Dr. Hansa Fluges noch auf Platz. Frau Julia, schön, dass wir wieder zusammen sind. Wie geht's dir? Ja, ja, Mama, das hast du gar nicht gesehen. Oh, ist ja toll, ja super. Also kommt, gehen wir. Komm, wie geht's? Das ist unser Haus. Ach so. Aber nimm den Kühlschrank. Ja, den nimm ich noch. Vorsicht, die macht das schon. Aber jetzt doch die Asse. Pass auf. Ei, oh mein, oh mein, oh mein. Da gefällt euch. Ja, schön ist schon. Aber? Die Feen. Okay. Also reiten wir doch schnell.
Dann machst du auch schön. Ja. So. Geh mal. Ich hoffe, dass unser neuer Kollege bald den Geist übernimmt, der bis jetzt unsere Arbeit getragen hat. Herr Dr. Sagra, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Grüß Gott. Das Buffet ist eröffnet. Hamburger Spezialitäten, Herr Doktor. Mhm. Vielen Dank für diese überaus rührenden Worte, liebe Kollegin, und für das Büro gleich neben dem Ihren. Sie können sich gar nicht vorstellen, was ich für eine Sehnsucht nach Ihnen gehabt habe. Und Ihre Freundin haben es nicht gebracht? Nein, die ist nicht da. Lapskaus, müssen es probieren. Und zum Betriebsausflug kommt sie auch nicht mit? Ich glaube nicht, die wird ziemlich leicht seekrank. Möweneiber. Wenn Sie in Hamburg bestehen wollen, ist das Möwenei ein absolutes Muss. Darf ich Ihnen Herrn Grammeier vorstellen? Der dritte Bayer im Bunde. Grüß Gott, Herr Doktor. Herr Grammeier, freut mich. Der Herr Grammeier kennt alle Geheimtipps der Hansestadt. Ja. Ah, so einer sind Sie. Eins zu null für unsere Chefin. Und jetzt kommt, wie er sein erstes Möwenei gegessen hat. Ein Möwenei? Ja, freilich, pass auf. Tok, 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 tok. Keiner zu Hause? Tok, tok, tok. Pill, 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 pill. Schlüff, 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 schlüff. Schlüff, schlüff, schlüff. Und dann. Nom, nom. Ochs. Und weißt du, was er gesagt hat, wie ich gefragt habe, wie es ihm geschmeckt hat? Ne? Wie ihr euer Leber geht. Zum Skifahren. Mama sagt, in die Hamburger Berge oder so ähnlich. Was? Die so ein Bergkampf wie bei uns mit Schlepplift und so? Ach, dann nicht mit Schlepplift. Ja, und wie kommen die da auf? Ja, das sind wahrscheinlich nur so Hügel. Die können ja nicht einmal richtig Deutsch reden dort drüben. Ja, so wenig, dass die meisten uns gar nicht verstehen, wenn wir da hinfahren. Beide Wikinger sind aber, die ist gut. Der Schweiger hat mir übrigens erzählt, dass du die erste Frau bist, die als Direktor ein Bankhaus führt. Na, du wirst den Herrn der Schöpfung schon zeigen, dass Frauen viel fantasievoller mit Geld umgehen als sie. Immerhin gibt's ein Argument für Hamburg. Ich bin weit, weit weg von diesem Dr. Sagerer. Mach dir doch nichts vor, Julia. Sagerers gibt's auf der ganzen Welt. Man muss sich mit ihnen arrangieren. Wollten wir im Biergarten gehen oder Motorradl fahren?
Fräulein, bringen Sie mal bitte schön eine Runde Wasser auf diesen Herrn. Habe ich auch Geburtstag oder was? Nein, nur wer zu spät kommt, zahlt, gell? Wer Brezel backt und wer um 7 in der Früh Feierabend hat, der kann ja gar nicht spät kommen. Nur, wir treffen uns zweimal im Jahr und zweimal kommst du zu spät, gell? Herr Doktor, was sagen Sie, ist das jetzt schon eine Krankheit? Schon mal, wir Mediziner nennen das chronische Unpünktlichkeit, aber macht ja nichts. Zahlt haben wir schon. Ja, okay, gut. Auf was warten wir? Dann fahren wir. Okay, dann fahren wir.